Einen schönen guten Abend hier aus den Ardennen, hier aus Spa zu der DSFM 2016 zum vierten Rennen. Mein Name ist Manuel Wendel, an meiner Seite Luca Borngesser. Hallo Luca. Ja, hallo auch von mir. Heute sind wir an Spa am Start, einer wirklich traditionellen, schönen Rennstrecke. Also viel besser geht's gar nicht, wirklich die Rennstrecke im Motorsport. Und da sind wir gespannt. Es gibt noch Überholmöglichkeiten, es gibt genug Kurven, wie sehen es jetzt gerade hier. Da kann uns heute einiges erwarten. Ja, genau, Luca. Heute erwarten wir natürlich wieder ein sehr spannendes Rennen. Unser Dominator Justin Hoppe ist natürlich auch wieder am Start. Aktuell hat er 3 Pole Position rausgefahren und 3 Siege. Hört sich jetzt erstmal genial an, aber die wurden ihm nicht geschenkt, sondern da musste er hart für kämpfen. Des Weiteren haben wir heute viele Gaststarter am Start, zum Beispiel Maximilian Benecke vom Pure Racing Team oder sein Teamkollege Marc Enkelmann, die da vorne ganz schön Druck machen werden auf Justin Hoppe. Was meinst du, Luca? Ja, auf jeden Fall, beide sind sehr bekannt. Die Namen kennt man natürlich. Sind auch zusammen in der VVLN unterwegs. Am Freitag war der Maximilian Benecke, wenn ich mich nicht irre, alleine. Da war Marc Enkelmann nicht dabei. Aber Benecke hat trotzdem gewonnen, obwohl er das Rennen alleine durchgefahren ist. Und während der VVLN gewinnt, und der ist natürlich auch hier ein Kandidat für den Sieg. Ja, auf jeden Fall. Also wir hoffen, dass es da heute schön zur Sache geht. Auch Ruben Denker natürlich wieder am Start. Aktuell Position 2 in der Gesamtwertung. Zweimal zweite Position waren seine besten Ergebnisse. Und auch Christian Buch auf Platz 3 liegend. Sein bestes Ergebnis war der dritte Platz. Ja, genau. Beide konnten bisher den Speed von Justin Hoppe nicht mitgehen. Justin Hoppes Gegner war eigentlich so in erster Linie bisher immer Lars Boll. Der hat aber bisher schon 2 Ausfälle zu vermelden. Momentan mit 22 Punkten liegt er auf Platz 8. Also Lars muss jetzt wirklich mal hier punkten und nicht ausfallen. Und dann ist er wirklich mein Konkurrent für den Justin Hoppe. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht dann auch noch ein kleiner Blick auf die Teamwertung. Vielleicht auch recht interessant. Auf Platz 1 Velocity Motorsports F1. Für das Team fährt auch Justin Hoppe. Auf Platz 2 ist da Piranha Sim Racing, das Team von Ruben Denker. Und auf Platz 3 haben wir Reactive Sim Racing. Da sind unterwegs unter anderem Ferenc Kern. Ja, was meinst du, was uns jetzt hier gleich im Qualifying erwartet? Ich denke, die Fahrer werden sich auf jeden Fall wieder recht früh auf die Strecke begeben, um auch die Windschatten hier ausnutzen zu können. Ich denke, du kannst jetzt uns auch im Qualifying ein bisschen was zur Strecke erzählen. Ja, es wird auf jeden Fall, wir haben es jetzt schon ein paar Mal thematisiert, es wird sehr spannend. Hoppe wurde ja schon mal in der Qualifikation geschlagen beim zweiten Lauf, also er hat schon mal Schwächen gezeigt in der Qualifikation, also in Interlagos hat er sich die Pole gesichert und Monza auch, aber in Suzuka hat es eben nur für den dritten angereicht. Lars Boll, der damals vom ersten Platz startet, ist heute auch mit dabei. Und vor allem sind heute auch 2 sehr starke Fahrer dabei, wir haben es eben gesagt. Und das wird ein spannender Vierkampf mindestens. Und wir haben noch ein paar andere Fahrer dabei, wie zum Beispiel Gregory Tenson oder Florian Kappel, da wissen wir nicht ganz, wann es erwartet, aber ich denke, hier sind wirklich einige bei, die in Bord mitreden können. Und das wird verdammt spannend. Also ich würde sogar sagen, so spannend wie noch nie. Ja, auf jeden Fall. So, die Fahrer begeben sich jetzt in die Formation für das Qualifying. Also die Fahrer gehen jetzt auf die Strecke. Ich bin auf jeden Fall jetzt gespannt, wer als erstes rausgeht, etc. pp. Wie die Fahrer sich jetzt auch hier bei den Windschatten etc. behalten werden, weil Windschatten hier auf der Strecke in Spa natürlich sehr von Vorteil, vor allem jetzt auf der Chemistry, wo wir jetzt gleich drauf kommen. Ja, die Chemistry ist natürlich der 1A-Überholpunkt hier. Erstmal Windschatten nach der Eau Rouge. Davor ist schon eine leichte Gerade und dann noch die DRS-Zone. Also wenn es irgendwo geht, dann auf jeden Fall da hinten nach Kemmel. Ja, und jetzt sind wir auch gerade in Kemmel. Und da kann ich ja mal so ein bisschen zur Strecke erzählen. Die meisten kennen sie, ist knapp 7 Kilometer lang, also 7 Kilometer und 4 Meter ist damit im aktuellen Formel 1 Kalender, der echten Formel 1, auch die längste Strecke. Ist so wirklich klassische Traditionsrennstrecke, weil wurde 1921 erbaut. Die Formel 1 war 1950 schon am Start, also wirklich in der Debütsaison schon dabei gewesen. 21 Kurven und Platz für 85.000 Zuschauer, also da ist wirklich ordentlich was los.
Am Anfang allerdings war die Strecke noch ganz anders als heute, so wie es bei vielen traditionellen Rennstrecken ist. Die war ganze 14 Kilometer lang damals, also wirklich doppelt so lang im Vergleich zu heute. Und damals ist man nach der Kemmel eben nicht rechts abgebogen wie heute, wo es eben in die Schikane geht, die Le Combe und Malmedy, sondern eben links rum und da ging es noch durch Ortschaften durch. Also wirklich sehr interessant und ja, so eine Dreiecksaufform damals gelegen und wirklich Topspeed-Strecke. Wurde dann aber 1979 umgebaut, ist klar, weil so eine 14 Kilometer lange Topspeed-Strecke, die hat dann mit der Form, mit der modernen Formel 1 nicht mehr viel zu tun. Ja, und in den letzten Jahren wurde auch noch ein bisschen was verändert. Hier, wir sehen es jetzt in den letzten Teil, wo wir reinkommen. Der besteht erst so seit 2007 vor, gab es eine andere Busstop mit einer doppelten Schikane und jetzt haben wir wirklich eine einzelne Schikane, auch ein sehr guter Überholpunkt. Und natürlich hat sich auch verändert die Boxengasse. Hier sehen wir links die Boxengasse leicht. Jetzt schwenken wir nochmal drüber, also rechts, jetzt wieder am linken Bildrand, das ist die neue Boxengasse. Die wird auch von der Formel 1 genutzt. Und gleich sehen wir rechts im Hintergrund die alte Boxengasse. Und die war eben früher dann am Start. Wurde dann aber eben vorverlegt, damit die Formel 1 Autos nicht nebeneinander durch Rouge durchfahren, weil stellen wir mal vor, die fahren hier alle im Formationsflug auf Rouge zu, das kann eigentlich nicht gut gehen bei dem Tempo. Und deswegen dann völlig verständlich, dass wir jetzt vor der Rouge starten. Genau, du sagst es, die Rouge ein sehr heikler Punkt, heute wahrscheinlich im Laufe des Rennens voll zu fahren, also die Fahrer werden da Vollgas durchfahren, wahrscheinlich auch im Qualifying, aber zu Anfang des Rennens werden sie da wahrscheinlich etwas vom Gas geben müssen oder etwas lupfen müssen, um da durchzukommen. Ja, schauen wir uns das einfach nachher mal an, wie die Fahrer auch vor allem durch die Rouge kommen, ist ja immer eine sehr heikle Situation, vor allem in der Rouge, wenn da einer dann etwas vom Gas geht und du denkst, der Fahrer geht da Vollgas durch, dann kracht es ganz heftig. Wir haben das vorhin auch ein bisschen in Practice verfolgen können, wir waren ja schon mit dem Bild etwas früher da, da gab es dann auch den einen oder anderen heftigen Abflug, heftigen Crash. Ja, und gerade wenn es in der Startphase zu einem Unfall kommt in der Rouge, da gibt es eigentlich nur eine Linie und da kann man nicht ausweichen. Also wenn da sich einer ja, irgendwie Kontrolle über das Auto verliert und dann noch auszuweichen, da muss man selbst aufpassen, dass man beim Ausweichmanöver nicht das Auto verliert. Also wirklich verdammt schwierig. Vollkommen richtig. Auch in der ersten Kurve der Restaurants wird natürlich richtig was zu sehen sein, wenn die Fahrer da nicht aufpassen. Da kann es dann auch gleich mal zum Massencrash kommen, wenn da ein Fahrzeug quer steht und die ganze Strecke blockiert. So, wir haben die ersten Zeiten gesetzt, Luca. Und zwar Maximilian Wenicke setzt die Topzeit aktuell mit einer 1:46.847. Dahinter Ruben Denker mit einer 1:48.096, also wesentlich langsamer unterwegs. Krieger Tonson, auch ein neuer Fahrer heute mit einer 1:48.277 und Lars Bohl schiebt sich zwischenzeitlich mit einer 1:47.279 auf die zweite Position. Ja, jetzt werden die ersten Fahrer hier ihre Zeiten setzen. Da springt jetzt auch erstmal alles hin und her im Zeitenmonitor. Adriano Fugmann aktuell im Bild mit einer 1:49.534 auf dem 7. Platz. Ja, Luca, ich würde sagen, wenn die Regie uns das ermöglicht, können wir uns gleich dann auch mal eine Runde im Cockpit anschauen. Aber wir haben ja noch 24 Minuten auf der Quali-Uhr. Von daher gucken wir, dass wir das in der nächsten Zeit hoffen, dass die Regie das macht und wir geben es weiter. Ja, momentan Hoppe auf der Strecke unterwegs, noch keine Rundenzeit gesetzt. Den müssen wir im Blick haben. Ich denke, er kommt dann auch gleich Neuüberstadt-Ziel, hat dann die erste geteilte Runde und ja, wirklich der Fahrer, auf den wir heute auch wieder achten müssen. 3 Siege, 2 Poles, also wirklich momentan ganz klar überlegen. Aber heute hat er wirklich mal starke Konkurrenz und ja, wenn ihr denkt, was der Hoppe kann, das kann ich auch, dann könnt ihr auch einen Gaststart machen. Also zum Beispiel Mert Utzel im letzten Rennen einen Gaststart, hat dann mal hier am Podium ein Wort mitgesprochen. Heute sind dann mal Maximilian Benecke und Marc Elkemann dabei und wir hoffen natürlich auch, dass uns die Fahrer erhalten bleiben. Und wie gesagt, wenn ihr auch mal hier im Stream zu sehen wollt, wenn ihr auch mal euch mit den Fahrern hier messen wollt, wirklich ein sehr starkes Fahrerfeld, und dann meldet euch an im Forum unter www.simracingdeutschland.de. Ja, leider hat die Regie
jetzt etwas Pech gehabt. Zweimal wollte sie gerade einfangen, wie die Fahrer auf Start und Ziel gehen, aber beide Fahrer, Maximilian Benecke und Lars Bohl, sind dann in die Box eingebogen. Benecke durch einen kleinen Schlenker hatte sich da etwas verbremst und dann natürlich die Runde abgebrochen. Ganz wichtig auch, wenn du dich hier mit dem Reifen verbremst, dem Reifensatz, dann ist der Reifensatz auch erstmal etwas angeschlagen. Du kannst nicht mehr die Topzeiten setzen. Du wirst ein, zwei Runden etwas langsamer fahren müssen, um dann wieder Vollgas fahren zu können. Ja, Strecke hatten wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Strecke hat eine Temperatur von 33 Grad und die Lufttemperatur liegt bei 25 Grad. Wetter ist leicht bewölkt, von daher erwarten wir heute sehr schnelle Zeiten. Ja, angenehm kühl und ist auf jeden Fall ein deutlich angenehmeres Wetter, als wir jetzt am Freitag hatten. Ja, die Fahrer natürlich auch alle oder der Großteil im offiziellen Service unterwegs. Luca, ich glaube, du hattest das im Blick, wer da im offiziellen, was denn heute los, offiziellen Service unterwegs war. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Leider nicht so ganz. Ich habe aber gesehen, Ferenc Kern, wie so oft, auch immer im offiziellen Service unterwegs, also den trifft man da wirklich regelmäßig. Und das ist natürlich auch dann eine Chance für die Fahrer, hier für das Rennen zu trainieren, weil der Rennkalender, der ist wirklich an den offiziellen Service angelehnt. Und wenn jetzt im offiziellen Server es dann auch Spa läuft, dann läuft es auch hier und das ist dann natürlich dann ideal. Ja, auf jeden Fall. So können die Fahrer dann auch schon unter Rennbedingungen trainieren, wie die DSFM dann verlaufen wird. Natürlich hast du hier etwas andere Gegner als im offiziellen Service. Kann besser sein, kann aber auch schlechter sein für den einen oder anderen Fahrer. Jetzt haben wir, glaube ich, mal eine Chance für eine Onboard-Runde. Gurgi Tensen fährt jetzt auf die letzte Schikane zu, fährt aber sehr langsam. Ich hoffe, er biegt nicht in die Boxengasse ein. Ja, bricht die Runde ab. Aber Massimo Locatello fängt jetzt, glaube ich, eine Runde an. Oder war das im Hintergrund? Genau. Ja, da sind wir hier die erste Schikane, die erste Haarnadel hier direkt. Die war auch schon in der damaligen Streckenvariante schon enthalten, also von 1921 war die Besonderheit. Jetzt geht es hier runter auf Eau Rouge, wirklich besonders und hier ganz steilen Berg hoch. Man sieht zwischenzeitlich nur den Himmel aus der Fahrerperspektive. Geht voll, aber kann dann auch mit vollem Tank wirklich schwierig sein. Also es geht nicht immer voll. Da ist tatsächlich auch so eine kleine Mutkurve. Dann kommen wir jetzt in die nächste Kombination. Le Comte, die Rechtskurve, dann geht es nach links und jetzt direkt wieder die rechts. Da kann man sich mal weit raustragen lassen, ist schwierig. Dann kommen wir hier in die enge rechts 180 Grad Kurve, sogenannte Rivage. Ja, und hier auch eine sehr schwierige Kurve, da kommt auch gerne mal das Heck dann beim Rausbeschleunigen. Und dann sehen wir da vorne dann auch einer der Höhepunkte der Strecke, die Doppellinks Bohan. Und die zweite Linkskurve, die könnte hier sogar voll gehen. Da haben die Autos wirklich sehr viel Grip. Und dann kommen wir direkt in die nächste Schikane. Rechts, links, rechts. Auch eventuell eine Überholmöglichkeit, aber wirklich nur für einen Überraschungsangriff. Das sehen wir hier im GT-Bereich, dass da wirklich was passiert. Und jetzt hier gilt es dann schon wirklich Schwung mitzunehmen auf die nächste lange Gerade. Die Gegengeraden. Also nicht nur Camel hier sehr lange Gerade, sondern auch hier der Teil. Und besonders dann vorne, wir sehen es dann gleich, Blanchimont. Vollgas links bei über 300 Stundenkilometern, das ist wirklich auch eins der Highlights hier auf der Strecke. Und dann nächster Überholpunkt, Bustop, hat anbremsen, Rechtskurve und da nicht auf den Abweiser kommen. Und dann geht es auf Stadtziel raus. Auch sehr rutschig beim Rausbeschleunigen, also auch ein Punkt, der ist zwar neu an der Strecke, aber man sollte ihn nicht unterschätzen. Ja, auf jeden Fall sehr schön da. Massimo Locatello zuzuschauen. In der Zwischenzeit hat sich Marc Elkemann auf die 3 vorgefahren mit einer 1:47.627. Aber da vorne geht es ziemlich knapp zur Sache. Ja, wird jetzt noch spannend. Wir haben noch gut 20 Minuten auf der Uhr. Also da ist noch lange nichts gegessen. Auch wieder ganz wichtig, wir haben wieder zwei DRS-Zonen dabei. Also wie auch in der realen Formel 1 wird hier mit DRS gefahren. Die DRS-Zonen sind einmal auf Start und Ziel und einmal auf der Camel Straight. Die Detection Points, also da wo die Zeiten gemessen werden. Der Abstand ist einmal vor der Busstop und zwar dann für die Start- und Zielgerade und dann kurz nach der zweiten Boxeneinfahrt, also die Boxeneinfahrt, die wir heute nicht nutzen, kurz davor, Entschuldigung, da ist dann
der zweite Messpunkt dann für die Camels Trade. Also da kannst du dann schon etwas taktisch fahren. Natürlich wird es dann spannend zu sein, zu sehen, ob dann der Fahrer schon auf Start und Ziel überholt oder ob er sich dann den Fahrer auf der Camels Trade zurechtlegt und dann im Infield, dann im Kurvengeschlängel den hinterherfahrenden abhauen kann. Ja, und der S-Zone auf Startziel ist wirklich sehr interessant, weil ich denke, ohne DRS-Zone wäre es nahezu unmöglich, dann der Lassos zu überholen. Mit DRS-Zone kann man da wirklich dann nochmal so ein paar Zehntel gewinnen und dann eventuell wirklich schon in der Lassos einen Angriff setzen. Ja, die Kurve ist weit und da ist dann viel Spielraum für die Fahrer. Aber man kann natürlich dann auch sich ransaugen und nochmal abwarten, dann eben dann, wie du schon gesagt hast, Rouge hoch und danach Camel die Attacke setzen. Auch wieder schön zu berichten, wir haben heute 19 Fahrer am Start, also das Feld ist wieder etwas größer geworden. Die einen Fahrer kommen, die anderen Fahrer gehen, die einen nehmen die Herausforderung an, den F1 zu bewegen, die anderen sagen, oh je, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, viel zu schwer, viel zu viel Zeit, nee, ich stelle das Ding lieber wieder in die Ecke. Also da sind auch die Felder zwiegespalten. Ja, ein Fahrer, der heute leider nicht dabei ist, ist der Sponsor der Rennserie, dem wir wirklich auch diese Rennserie zu verdanken haben. Klaus Seimetz, in den ersten Rennen sehr gut dabei gewesen in Interlagos, vom zweiten Platz gestartet. Da haben wir wirklich schon vermutet, es könnte einen Zweikampf zwischen ihm und Hoppe geben. Und dann gab es dann leider am Start den Unfall mit John Atkinson, der dann zum Ausfall geführt hat bei Klaus Seimetz. Ja, im zweiten Rennen lief es dann nicht wirklich besser, da hat er auch den zweiten Platz geholt. Aber fürs Podium hat es leider nicht gereicht. Immerhin diesmal die Punkte gekommen. Ja, beim letzten Rennen nicht dabei gewesen, heute wohl auch nicht dabei. Ich hoffe, dass wir ihn dann beim nächsten Rennen wiedersehen. Ja, wäre sehr schön. Auch nochmal von meiner Seite vielen Dank für das Sponsorship, weil selbstverständlich ist es natürlich nicht. Und so eine Serie ist auch nicht einfach zu organisieren. Das Orga-Team ist da auch immer sehr bedacht, schließt sich auch oft mit den Fahrern kurz, gerade weil das eine Serie ist, wo ein Fahrzeug gefahren wird, was extrem schwer ist. Da gab es dann auch zwischenzeitlich die Änderung, dass der Fahrerkalender, also der Streckenkalender, angepasst wird an den offiziellen Service. Das war zu Anfang nicht der Fall. Also die Orga lässt da auch mit sich reden. Finden wir zwei, glaube ich, soweit sehr gut. Also ich finde es auf jeden Fall sehr gut, so ermöglicht das den Fahrern auch unter der Woche zu trainieren. Vor allem, wenn wir jetzt so einen kurzen Abstand haben wie diese Woche, also nur eine Woche zwischen den Rennen. Letztes Sonntag hatten wir das Rennen in Monza. Ja, ist natürlich dann sehr anstrengend, vor allem für die Fahrer, die dann mehreren Rennserien teilnehmen. Es gibt ja Fahrer, die fahren auch in der VVLN mit. Da war das Rennen ja am Freitag, auch mit nur zwei Wochen Pause. Es gibt auch Fahrer, die fahren dann noch zusätzlich in der DSCM mit und das ist natürlich dann wirklich ein straffes Programm. Ja, du sagst es. Freitag VVLN, 4 Stunden auf der Nordschleife, dann ist der ein oder andere Fahrer unter anderem dabei auch Fabian Jungblut vom GT Tempel Team, der alle drei Serien fährt. Also Freitag unterwegs gewesen auf der Nordschleife, heute unterwegs in Belgien in Spa und morgen ist er dann unterwegs in der DSTM. Also Rennen der DSTM für alle, die jetzt gerade eingeschaltet haben und regelmäßig auch die DSTM gucken. DSTM-Rennen ist morgen Abend, nicht wie gewohnt Mittwoch, nein, morgen Abend bezüglich des Updates, das am Dienstag kommt. Ja, und umso merkenswerter, dass er wirklich da auch sehr gut dabei ist, momentan mit der 8. Position, also Top 10, und ich glaube nicht, dass er sich wirklich auf alle drei Rennen da wirklich perfekt vorbereiten konnte. Ja, und ein anderer, der mich auch jedes Rennen wieder überrascht, ist mein Teamkollege aus der VVLN. Wir haben vorgestern den 8. Platz geholt mit einem sehr beschädigten Auto. Ruben Denker, momentan liegt er auf der 5. Position und er hat auch momentan 1A Lauf, WM Platz 2 und vor allem auch 2 Podiumsplätze, beides mal der 2. Platz. Natürlich auch doch von Fehlern von Gegnern profitiert, aber auch einer, den man immer halt fürs Podium dann auf der Rechnung haben sollte. Ja, auf jeden Fall. Aber meine zwei Top-Favoriten, also auch wenn es nur Gaststatter sind, Maximilian Benecke und Marc Elkemann. Also Maximilian Benecke, wie erwartet, auf Platz 1. Zwar schade, dass wir das erwarten, aber es ist halt nun mal so. Aber was mich überrascht, dass Marc Elkemann jetzt nur Platz 3 hat. Überrascht mich etwas, weil Lars Bohl da doch minimal schneller ist. Ja, momentan deutlicher Abstand sogar. Also Benecke 4 Zehntel vor Bohl.
dahinter noch weitere 14. Eckemann. Ja, könnte aber auch noch was gehen, denke ich. Also wir haben ja noch genug Zeit. Ich denke, die 14. wird er nicht auf sich sitzen lassen wollen. Wir haben jetzt auch noch 13 Minuten auf der Uhr, etwas mehr. Da wird sich wahrscheinlich noch wie in den letzten Qualifyings zu Ende richtig was tun. Die Fahrer werden jetzt wahrscheinlich erstmal so ihre, in Anführungszeichen, Sicherheitsrunden setzen und dann nachher mit wirklich geringem Sprit und dann mit Einstellungen im Sekundenbereich, also in den Top-Einstellungen dann fahren, was das ganze Elektronik und Rückgewinnung etc. angeht. Aber da habe ich ja zum Glück meinen Spezialisten an der Seite, Luca Borgesen. Ja, wenn man das so nennen kann. Ja, wir wurden gerade im Chat gefragt, wo Justin Hoppe sich befindet. Also Justin Hoppe ist zumindest unterwegs. Wir sehen, dass er fährt an unserer Geschwindigkeitsanzeige in unserem Timing-Monitor. Aber er hat wohl noch keine Zeit gesetzt. Deshalb ist er im Moment auch noch nicht gelistet. Deshalb sind im Moment nur 17 Fahrer gelistet. Christian Buch, Justin Hoppe sind die Fahrer, die noch keine Zeit setzen konnten. Ja, und Hoppe muss ich jetzt wirklich langsam mal ranhalten und er darf aber auch keinen Fehler machen, weil wer nämlich das Auto in der Qualifikation verliert, wer dann Unfall baut, nicht mehr in die Box aus eigener Kraft zurückfahren kann, der darf auch nicht mehr rausfahren. Das heißt, für den ist die Qualifikation gelaufen und der muss dann von ganz hinten ins Rennen gehen. Das würde natürlich dann auch ein bisschen Spannung wieder reinbringen in das ganze Geschehen, was die Meisterschaft angeht. Oh, ganz heftiger Slide in die Boxeneinfahrt von Justin Hoppe hier. Also auch wieder die Runde abgebrochen. Da scheint irgendwas mit dem Fahrzeug wohl nicht ganz so zu stimmen. Er scheint nicht zufrieden zu sein, dass er jedes Mal die Runde abbricht. Aber er hat ja noch 10 Minuten Zeit, hier dann eine Zeit zu setzen. Ja, momentan für mich überraschend. Ich hatte ihn halt nie wirklich auf der Rechnung. Ein Gaststarter von Benneker und Elkermann wissen, wie das ja schnell ist. Aber Gregory Tenson kannte ich jetzt gar nicht den Namen und momentan auf der 4. Position top unterwegs. Ja, so wollen wir das natürlich auch sehen, dass die Gaststarter da vorne mitmischen und dann vielleicht Luft schnuppern und auch die nächsten Male mitfahren werden. Wir sind natürlich immer froh, je mehr Autos wir hier sehen, weil wir haben doch auch die ein oder andere Ausfallquote jetzt gehabt aufgrund der Schwierigkeit der Strecken bzw. der Anfälligkeit der Fahrzeuge. Jetzt der angesprochene Gregory Tenson, verdrängt worden von Platz 4, und zwar hat sich Ferenc Kern auf Platz 4 geschoben, war ja Überraschungsdritter im zweiten Lauf. Der DSFM hat da profitiert in Suzuka von etlichen Abflügen, ist eigentlich fast ohne Überholmanöver vorgefahren auf Platz Nummer 3, was aber nicht seine Leistung mindern sollte. Also Top-Leistung von Ferenc Kern im zweiten Rennen der DSFM. Ja, letztes Rennen war er dann mal derjenige, der dann wirklich Fehler gebaut hat, weil sonst wäre für ihn auch mehr drin gewesen. Er hatte auch mehrere Quersteher und auch mal einen Dreher. Und da ist natürlich dann klar, dass dann das Podium dann gelaufen ist für ihn. Also ein Fehler und dann ist es wirklich schwierig, hier noch was zu erreichen. Da muss wirklich ein fehlerfreies Rennen her. Oh, also wir haben hier wirklich eine Leistungsdichte. Da kannst du dir kaum Fehler leisten. Also ich denke, wir haben hier schon fast die besten Fahrer, abgesehen vielleicht von der Weltmeisterschaft, also von dem Championship, von dem Grand Prix Serie, von iRacing direkt. Denke ich, haben wir hier mit fast die besten Fahrer, was die Formelfahrzeuge angeht. Oder generell den iRacing Service. Ja, auf jeden Fall, ich denke, da sind wir wirklich gut mit dabei. Ja, und ein weiterer Fahrer, der eben noch ebenfalls noch keine Zeit hat, ist noch gar nicht auf der Strecke gewesen bisher. Ich weiß nicht, ob er sich noch eine kleine Pause gönnt. Christian Buch momentan. Auch noch ohne Zeit und damit zusammen mit Justin Hoppe auf der 18. bzw. 19. Position. Ja, Justin Hoppe jetzt gerade wieder im Bild. Mal sehen, ob er diesmal durch die Runde gut durchkommt und dann eine Zeit setzen kann. Weil so langsam geht ihm natürlich auch die Zeit aus. Wir haben jetzt noch 9 Minuten auf der Qualifikationsuhr und eine Runde mit knapp einer Minute 50, ja, 1 Minute 47, schätze ich, schafft er schon. Aber da bleibt dann nicht mehr viel übrig, wenn du dann noch die Outlap fahren musst, wenn du eine Runde abgebrochen hast. Also viele Versuche hat er da nicht mehr. Woran es natürlich auch liegen kann, wir erwähnen es immer wieder für unsere neuen Zuschauer, bei iRacing ist es so,
dass es sogenannte Incidents gibt. Also kommt ein Fahrer etwas weiter von der Strecke ab, bekommt er ein Incident. Kommt er in einen Kontakt, also berührt er ein anderes Fahrzeug, wird von einem anderen Fahrzeug berührt, gibt es auch einen Incident, wird aber mit 4 Punkten bewertet. Und dann gibt es nochmal für einen Dreher einen 2-Punkte-Incident. Egal was davon auftritt, dann ist die Qualifikationsrunde beendet, beziehungsweise nicht beendet, aber die Zeit wird nicht gewertet. Vor allem hier in Spa sehr, sehr anfällig. Luca und ich sind auch öfters in den GT3s hier unterwegs und wissen, dass es sehr, sehr schwer ist, hier eine freie Runde ohne Ink hinzubekommen. Also Spa ist da sehr, sehr hart, was diese Incidents, vor allem was Strecke verlassen angeht, bewertet. So, und während ich hier zu den Incidents etwas erkläre, setzt sich Justin Hoppe auf die 3. Position mit einer 1:47.339. Also da ist er jetzt ganz knapp hinter Lars Bohl auf Platz 2. Die 2 trennt nur 0,216 Sekunden, also 2/1000. Das ist wirklich sehr, sehr knapp. Und 4000 auf Maximilian Benecke. Ja, momentan auch wirklich vorne sehr eng alles. Also wir hatten ja eben schon gesagt, Eckermann 8 Zehntel hinter Hoppe, hinter Benecke, aber mittlerweile der Rückstand noch knapp etwas mehr als knapp 5 Zehntel. Und vor ihm sogar noch 2 weitere Fahrer, Lars Bohl, Justin Hoppe eben angesprochen. Ja, wir haben momentan auch 7 Fahrer innerhalb von einer Sekunde. Das ist zwar, sind zwar weniger als in Monza, aber wir haben ja wirklich hier eine deutlich längere Strecke. Wir haben zwar auch sehr viel Topspeed hier, bis zu 330 km/h, aber wir haben auch wirklich hier die Kurven, die es dann entscheiden und nicht wie in Monza, wo wir eigentlich fast nur Schikanen haben. Und ja, bei einer Rundenzeit von knapp unter 2 Minuten, 7 Fahrer innerhalb von einer Sekunde, das ist top. Ja, auf jeden Fall. 7 Kilometer hat die Strecke, minimal mehr. Ich glaube 7 Kilometer 0021 oder sowas wird die Strecke ausgeschrieben, die Streckenlänge. Wir haben 21 Kurven und was auch ganz interessant ist, wieso die Strecke hier in Spa auch Ardennenachterbahn genannt wird. Wir haben eine Höhendifferenz von 100 Metern, was natürlich in der Realität etwas mehr zum Tragen kommt als hier in der Simulation, da du hier nicht so die G-Kräfte oder nicht die G-Kräfte hast wie in der Realität. Ja, und Gregory Tenson, wie gesagt, ein leider mir unbekannter Fahrer. Wir haben jetzt gerade eben von Florian Beute die Info bekommen. Ist wohl doch ein sehr guter Fahrer, also den müssen wir auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Der ist nämlich der aktuelle Star Mazda Champion. Und das hat dann wirklich was zu heißen. Also die Serie ist zwar ein bisschen langsamer als die vom 1-Wagen, aber im Prinzip Formelwagen ist Formelwagen. Wer in dem Auto schnell ist, ist normalerweise auch vom 1-Wagen gut. Und wir sehen es. Also 7. Position. Da geht noch ein bisschen mehr, weil da hängt auch knapp eine halbe Zehntel hinter P4, also hinter P5. Da kann er noch gut 2 Positionen gut machen, mindestens auf jeden Fall. Ja, wir auch. Oh, da sehen wir hier einen richtig schönen Abflug, in Anführungszeichen, von Ferenc Kern. Da ist er wahrscheinlich etwas weit auf den Teppich gekommen und dadurch dann ins Schleudern geraten, dann Übersteuern bekommen. Ja, wenn er jetzt eine Runde schaffen will, dann muss er auf jeden Fall in die Box, aber selbst dann wird es mit der Zeit kritisch. Also so viel Zeit haben wir nicht mehr auf der Uhr. Ja, hier sehen wir es dann in der Zeitlupe, das Auto kommt quer auf dem Teppich und dann kann er natürlich nichts mehr machen und dann geht's ab in die Wand. Totalschaden für das Formelfahrzeug, also da kannst du wieder froh sein, dass wir uns hier in einer Simulation befinden und nicht in der Realität. Sonst hätte das wahrscheinlich schwere Folgen gehabt. Aber das ist wirklich eine Kurve, die müssen wir im Auge haben. Das ist eine sehr schwierige Kurve, sieht eigentlich einfach aus, aber im Rausbeschleunigen wird das Auto echt gern unruhig und wenn es mal unruhig wird, dann kannst du es nicht mehr abfangen. Wir haben auch, glaube ich, in der echten Formel 1 schon ein paar Unfälle gesehen. Vor ein paar Jahren, wenn ich mich nicht irre, Romain Grosjean da in der Wand gelandet. Ja, es gibt da also mit einer der schwierigsten Kurven, obwohl man also eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja, und jetzt befinden wir uns in den letzten 4 Minuten, also jetzt geht es in die richtig heiße Phase des Qualifyings. Aktuell jetzt täuscht mich meine Zeit. Natürlich ist Maximilian Benecke auf der 1, weiterhin Lars Bohl auf der 2, Marc Elkemann auf der 3, Justin Hoppe auf der 4, Denker auf der 5, Ferenc Kern auf der 6, Greg Attenson auf der 7, Massimo Locatello auf der 8, Fabian Jungblut auf der 9, Florian Kappel auf der 10.
Also das sind im Moment die Top 10 Fahrer im Qualifying bei noch 3 Minuten etwas mehr als 35 Sekunden. Jetzt geht es, wie gesagt, in die heiße Phase. Jetzt heißt es nochmal rausfahren, eventuell alles auf Angriff setzen und nochmal die paar Zehntel gut machen. Ja, ich frage mich persönlich, was ist mit Christian Bug? Der ist immer noch nicht draußen gewesen. Vielleicht hat ein Teammitglied von uns da Infos. Er ist ja immerhin der Meisterschaftsdritter momentan und wenn er da die Position behalten will, dann muss er auch hier eine Rundenzeit setzen, weil von hinten ins Rennen gehen ist schwierig. Es geht zwar hier mit Überholen, aber man verliert natürlich dann trotzdem Zeit und dementsprechend dann auch zu viel Zeit wahrscheinlich. Ja, momentan beobachten wir Florian Kappel, der auf der 10. Position auch heute neu mit dabei. Eben der Teamkollege von angesprochen Gregory Tenson, beide beim Team von MSP Drivers Home unter Vertrag. Ja, und Platz 10 ist auf jeden Fall auch in Ordnung dafür, dass er ein Gaststarter ist und dafür, dass auch wirklich die Leistungsdichte hier sehr hoch ist. Also kann er sich auch sehr sehen lassen. Ist immer schön, also wir haben heute einige Gaststarter und da bin ich, wie gesagt, richtig gespannt, was da jetzt auch rauskommt, wo sie mitmischen können. Wie du auch schon sagtest, letztes Rennen, Mert Würzel da auch vorne mitgefahren, hat das Ganze natürlich etwas aufgemischt. Okay, wir haben eine Info bekommen von einem Teammitglied von Christian Bug. Der hatte das Problem, was wir vorhin schon erwähnt hatten, ein Unfall, dann darf man nicht mehr rausfahren und genau das ist ihm zum Verhängnis geworden. Ja, Auto in die Wand gesetzt und jetzt darf er eben nicht mehr rausfahren und muss von hinten ins Rennen gehen. Und dementsprechend dann von der 19. Startposition heute. Jetzt hier, während wir mal etwas geschwiegen haben, oh, richtig schön abgefangen hier von Florian Kappel. Während wir gerade geschwiegen haben, konnte man auch schön den Sound hören. Der ein oder andere findet natürlich diesen Sound des Formel 1 Wagens nicht so ideal, bevorzugt den alten Sound. Aber wie ich finde, so sehr gut getroffen, der Klang des McLaren MP40-30. Von daher macht es auch richtig Spaß, da einfach zuzuhören. Jetzt nur noch 30 Sekunden auf der Uhr. Jetzt geht es wirklich darum, wer kann vielleicht nochmal über die Linie kommen. Also Elkemann wird nochmal die Chance haben, eine Runde zu setzen, je nachdem welches Setting er hat. Es geht in die Box, damit kann er auch keine Zeit mehr verbessern. Auch Lars Bohl nicht mehr unterwegs. Aktuell nur noch Maximilian Benecke unterwegs. Somit wird er sich wahrscheinlich auch die Pole Position gesichert haben, wenn da nicht Denker jetzt noch eine Zeit setzen kann, der ebenfalls unterwegs ist. Ja. Ja, noch Gregory Jensen ist momentan noch auf einer Zeit, den müssen wir auch im Blick haben. Da geht es wirklich ganz knapp hinten zu, P5, P7 und auch, wer weiß, vielleicht kann er auch einer vorne ein Wörtchen mitreden. Ja, wäre natürlich auf jeden Fall schön, wenn jetzt hier nochmal eine Top-Zeit gesetzt wird und dann nochmal ein bisschen Brisanz reinbringen. So. Benecke jetzt in den letzten Kurven, in den letzten Metern und wird sich voraussichtlich auch die Pole Position holen. Jetzt rein in die Busstop, hier jetzt gut durchkommen, mal sehen, ob er sich verbessert. Bricht die Runde ab, bricht die Runde ab. Und auch Denker muss seine Runde abbrechen. Was ist mit Tenson? Tenson ist noch unterwegs. Ich weiß nicht, ob das noch eine gültige Runde ist, müsste eigentlich sein, aber jetzt macht er den Fehler und verliert das Auto. Damit scheint dann auch das Grid gesichert zu sein. Und zwar haben wir auf Platz 1 Maximilian Benecke, auf Platz 2 Lars Bohl, auf Platz 3 Marc Elkemann. Auf Platz 4 Justin Hoppe, Ruben Denker, Ferenc Kern, Gregory Tenson, Massimo Locatello, Fabian Jungblut auf der 9.
Florian Kappel auf der 10, auf der 11, Christoph Klaviter, Pavel Rubak auf der 12, Markus Drechsel auf der 13, Adriano Fugmann aktuell noch unterwegs, im Moment auf Platz 14, Olli Kral auf Platz 15, Sascha Bürger auf Platz 16, Jens Weber auf Platz 17, Platz 18, Roger Noack, und der in der ersten Runde oder ziemlich am Anfang gescheiterte Christian Bug auf Platz 19. So, jetzt werden sich die Fahrer dann auch gleich in der Startformation einfinden. Wir sind natürlich gleich wieder zurück, sobald es hier weitergeht. Kleine Unterbrechung. Wir sind jetzt wieder live zurück. Die Fahrer werden sich jetzt in der Startposition einfinden. Sind noch nicht alle Fahrer auf der Strecke, so wie es ausschaut. So, die Fahrer haben ungefähr 2 Minuten Zeit, sich hier jetzt einzufinden in der Startformation. Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt da den Start auch schön einfangen können. Ja, heute überraschend Hoppe nur auf P4. Da ist der Benecke gleich mal mit dabei im ersten Rennen und pumpt die da 7 Zehntel auf. Also fast 7 Zehntel, das ist schon eine Ausnahme. So, es sind noch nicht alle Fahrer in der Start. Doch, es sind schon alle Fahrer in der Startformation. Doch nicht. Da fehlen noch der ein oder andere Fahrer. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie das Ganze hier vorangeht. Immer mehr Fahrer joinen jetzt die Startposition. Hat den Hintergrund, die Fahrer hatten jetzt noch Zeit, Setup zu laden. Die Motoren sind an, es geht los gleich. So, die Motoren rollen auf. Und da sind die Ampeln auf grün. Es geht los. Da geht's los. Alle sehr gut weggekommen. Jetzt bin ich gespannt, wie verläuft die erste Kurve. Oh, da hat eine Hoppe von P4 auf P2. Toller Start von ihm. Super, Maximilian Benecke immer noch auf der ersten Position. Schön zu sehen, die ersten drei, wie sie hier durch Orange durchfliegen. Im Hintergrund scheint auch alles gut zu gehen. Ja, die haben sich sofort mal abgesetzt, die ersten drei. Jetzt kann Hoppe den Angriff auf die erste Position wagen. So, hatte den Windschatten. Benecke covered in und es wird schwierig, da bleibt Benecke vorne. Jetzt ist Elke immer noch ganz dicht dran. Aber das ist Bollrennen, Entschuldigung. Hier sehen wir schön, wie die Fahrer hier schon versuchen, den Vorfahren etwas zu nervös zu machen. Da ist hinten einer weit rausgekommen. Wir bleiben jetzt aber erstmal hier vorne noch an der Spitze und gucken uns das an, wie Benecke sich etwas absetzen kann von Hoppe. Da muss Hoppe etwas Hoppe kommt weit raus, ja. Kann natürlich dadurch etwas mehr Schwung mitnehmen. Aber wie es aussieht, hat sich hier das erstmal minimal entzerrt. Also die Fahrer haben minimalen Abstand jetzt. Benecke und Boll verliert schon die ersten Meter. Und jetzt ist Elkemann auch wieder ganz dicht dran an Boll. Da könnte jetzt auch wieder gleich die erste Attacke kommen. Eckemann hat am Startposition verloren. Hopp hat er 2 Positionen gut gemacht sofort und jetzt hat aber Eckemann die Chance, den dritten Platz sich zurückzuholen.
Hier geht es jetzt rein in die Busstop. Da lassen die Fahrer sich jetzt auch erstmal etwas Platz. Da gibt es den Angriff hinten auf Christian Bug. Nein, Christian Bug wollte angreifen, Entschuldigung. Vor ihm natürlich Olli Kral. Das Ganze hat sich jetzt etwas entzerrt. Noch haben wir kein DRS. DRS folgt erst in den nächsten Runden. Ja, Entschuldigung. Während ich hier gehustet habe, ist Christian Bug weit nach vorne gefahren, auf die 14. Position mittlerweile. Also hat wirklich eine tolle Startphase gehabt. Jetzt nimmt er natürlich die Top 10 dann auch in Angriff. Gregory Tenson hier schon ganz nah neben Gumbenka, muss aber nochmal zurückziehen. Ja, sehr schöne Startphase. Wir sind froh darüber, dass es keinen großen Zwischenfall gab, so wie es jetzt für uns aussah. Dass da jetzt erstmal alle heil durch die erste Runde gekommen sind. Ja, auch nicht selbstverständlich mit diesem Formelfahrzeug, wo doch die kleinste Berührung zu einem katastrophalen Schaden führen kann. Hier eine sehr enge Gruppe, und zwar Florian Kappel, dahinter dann Christoph Klavitta und Adriano Fugmann. Und ganz vorne in der Gruppe Pavel Rybak. Ja, und Kappel greift jetzt Rybak an. Oh, das, ob er die Linie noch halten kann hier. Ja, und da bleibt Rybak vorne. Aber Kappel ist ganz dicht dran, also der fährt wirklich extrem dicht auf. Im Formelbereich eher unüblich. Aber da sieht man, der hat das Auto wirklich im Griff, wenn er so fahren kann. Und jetzt will er außen vorbei. Und Blockschema, ob das geht, außen vorbei, oh je. Das schaut gut aus, hat er die Position und jetzt greift Klavitta an von hinten. Er muss zurückstecken. Ja, und da reizt sich direkt der nächste ein, Adriano Fugmann, und noch Fabio Jungkunde dabei, der hat hinten einen kleinen Quersteher. Und da geht direkt Christian Bug wieder vorbei, glaube ich. Ja, Bug momentan noch hinten dran. Da muss ich mal etwas gedulden. Doch jetzt fällt Jungkunde zurück. Da hinten gab es eine Kollision. Ja, Jungkunde, du siehst es mit dem Dreher in der Soos. Er hat hier den Angriff von Christian Bug. Er muss aber wohl zurückstecken. Ja, da steht er quer beim Anbremsen, kommt dann das Heck ohne Fremdeinwirkung und dann dreht es ihn raus. Wie es aussieht, kein Einschlag oder doch, sieht nach einem Einschlag aus. Damit wäre natürlich das Rennen dann erstmal so einigermaßen gegessen. Ja, dann hat er Glück gehabt. Wäre fast eingeschlagen, aber Glück gehabt. Glück gehabt hat hingegen nicht Roger Nuak, der war jetzt schon an der Box gewesen. Und damit ist er jetzt auf der 19. Position. Jungblut 18. muss ich jetzt natürlich auch wieder nach vorne arbeiten. Ja, jetzt im Bild hier Gregory Tenson, der Ruhmdenker, jagt. Jetzt müsste gleich dann auch das DRS zu nutzen sein. Ab Runde 4, wenn ich nicht täuschen, müsste der DRS aktiviert sein. Da sehen wir, das DRS ist offen bei Gregory Tenson, aber es reicht nicht, um an Denker vorbeizugehen. Denker kann sich da nochmal minimal vorne halten. Geht jetzt natürlich auf die Cabin Straight zu und da ist dann natürlich DRS sehr von Vorteil. Also er wird mindestens ausstehen, ja, denke ich. Er kommt wirklich auch sehr gut durch die Rouge durch und jetzt ist er direkt hinten dran. Denke, kann nicht das DRS öffnen, aber Denke hat viel Topspeed anscheinend, also er hat hier gar keine Zeit verloren. Und währenddessen greift Elkemann Boll an, eben schon angesprochen. Elkemann, der will jetzt hier wirklich seine Position zurück haben. Und man sieht vor allem, er verliert schon Zeit auf die ersten beiden. Da will er natürlich jetzt sofort an Boll vorbei und da vorne auch ein Wörtchen mitreden um den Sieg. Ja, und währenddessen kommen auch Denker und Tenson etwas näher ran. Profitieren natürlich davon, dass hier Elkemann von Lars Boll etwas aufgehalten wird.
nachdem er vorne Maximilian Wenecke eben noch durchs Bild huschen, kann sich schon etwas absetzen von Justin Hoppe. Justin Hoppe dann wieder minimalen Vorsprung auf Lars Bohl und Lars Bohl direkt gejagt von Marc Hilgemann. Und Rumdenker und Gregor Tenzen können dann auch so langsam aufschließen, haben noch im Zug Ferenc Kern, der im Moment auf Platz 7 liegt. Also hier vorne geht es richtig schön zur Sache. Und da ist noch lange nicht der Tropf gelutscht. So, hier Adriano Fugmann, der gerade angreift. Pavel Rybak geht auch vorbei. Eieiei, jetzt täuscht mich meine Zeiten. Monitor Christian Buch ist das vor ihm. Mal sehen, ob wir das noch in der Wiederholung einfangen können. Ob die Regie uns das liefern kann. Da verliert er bei dem Versuch, Rybak zu überholen, verliert er dann Position. Ich habe währenddessen mal an unseren Stream eingehört, weil die ersten haben geschrieben, dass wir etwas zu leise sind. Das ist natürlich auch durch die Startphase bedingt. Da hört man die ganzen Autos auf einmal. Und da sind wir dann etwas leise, weil dann das Motorengeräusch doch sehr laut ist. Aber ich denke, das wird sich im Laufe des Rennens lichten. Wir reden einfach ein bisschen lauter und dann passt das, denke ich. Wie gesagt, wenn ich das Feld ein bisschen auseinanderzieht und dann sind wir wirklich ganz klar wieder zu verstehen. Und da sagt mal einer, die Formel 1 ist zu leise. So ist es ungefähr, die Formel 1 ist anscheinend doch nicht zu leise. Ja, wir gucken jetzt natürlich, dass wir auch vielleicht etwas lauter werden. Gerne wieder Feedback, weil wir hören leider nicht unsere Lautstärke. Auf jeden Fall da schon mal vielen Dank. Die Kampfgruppe Bohl, Elkemann, Denker und Tenzen immer noch relativ nah aneinander. Wobei nur Bohl ist im Windschatten oder beziehungsweise im DRS-Fenster ist und Elkemann im DRS-Fenster. Also Denker muss dann eineinhalb bzw. eine halbe Sekunde gut machen auf Elkemann, um dann ins DRS-Fenster zu kommen. Ja, das wäre so wichtig für ihn, mal ins DRS-Fenster zu kommen, weil momentan hat er zwei Fahrer, die im DRS-Fenster hinter ihm sind. Gregory Tenzen und Ferenc Kern. Und da hat er eben nicht den Vorteil, dass er da selbst DRS bekommt, sondern muss sich jetzt wirklich dann nach hinten verteidigen. Wir haben gesehen, er hat wohl anscheinend auch viel Topspeed, um da vorne zu bleiben. Und jetzt ist der erste Fehler von Sascha Bürger. Jens Weber war das. Jens Weber. Hatte hier einen kleinen Quersteher und somit konnte dann Fabian an ihm vorbeigehen. Wir sehen oft beim Radungsbeschleunigen haben die Fahrer dann so viel Power auf der Hinterachse, dass das Fahrzeug quer steht. Jetzt hier auch zu sehen. Ja. Aber gut abgefangen. Sehr gut abgefangen. Gar nicht so einfach mit dem Formel 1 Auto da dann noch auf der Strecke zu bleiben. Ja, Rumdenker verliert momentan immer weiter an Boden, 2 Sekunden Rückstand, aber beide kommen dafür näher an Hoppe dran. Der muss jetzt abreisen lassen, hat jetzt 1,5 Sekunden Rückstand auf Boll, auf Binnecke und muss jetzt in den Rückspiegel schauen. Letzte Rundenzeit von Binnecke auch 1 Sekunde schneller als vom Rest, also ja, gibt da wirklich ordentlich Gas vorne. Ja, auch hier etwas weiter hinten eine schöne Dreiergruppe und zwar Adrian Fugmann vorne. Dann Pavel Rybak im Sandwich, nämlich dahinter dann Olli Kral, der Teamkollege von Adriano Fugmann. Und gleich schließt auch noch Markus Drechsel da auf. Also viel Zeit haben die Fahrer nicht, egal wo sie sich im Feld befinden, sich dann wirklich auszuruhen, in Anführungszeichen. Weil die Abstände sehen vielleicht jetzt etwas größer aus als bei einem GT3-Fahrzeug, aber dadurch, dass die Fahrzeuge etwas schneller sind, die Formelfahrzeuge, ist natürlich der Zeitabstand dann doch geringer als der optische Abstand. Also wir hatten das auch schon im ersten Rennen gehört, in den Gesprächen, nach dem Rennen, nach den Interviews, dass Fahrer sagen, beim Überrunden wird es schon kritisch, wenn sie 1 Sekunde hinter dem Vorfahrenden sind. Da verlieren sie dann schon richtig Zeit, beziehungsweise müssen richtig aufpassen, was der Vorderfahrende macht, weil 1 Sekunde wäre im Fahrzeug hier wirklich so gut wie gar nichts. Und hier hat gerade Ferenc Kern etwas rausgezuckt, um dann Bretens etwas nervös zu machen. Aber wenn der aktuelle Star Mazda Champion ist, denke ich, so schnell bringt ihn da nichts aus der Ruhe. Ja, Bretens ist jetzt mittlerweile doch
deutlich hinter Denker. Denker ist jetzt mittlerweile aus der DS-Zone raus und jetzt ist eben Tenzin derjenige, der in den Rückspiegel gucken muss. Und jetzt, ja, ist Kern wohl noch zu weit hinten, aber er saugt sich immer näher ran. In den nächsten Runden könnte eine Attacke kommen, wenn er schneller kann. Ja, wir befinden uns ja noch hier am Anfang. 7 Runden von 44. Ganz wichtig, wir fahren ja auch die Originaldistanz der Rennen. Aktuell hat sich auch Christian wohl verbessert, wenn mich die Zeitenname nicht täuscht. Und Roger Noack steht in der Box. Da muss irgendwas vorgefallen sein. Ja, Bug mittlerweile auf der 10. Position, gerade eben an Christoph Klawitter vorbeigegangen. Und ja, weiter auf den Kampf nach vorne. Also Top-Leistung bisher von ihm. Und er war bestimmt jetzt, ja, der Christoph Klawitter war jetzt bestimmt nicht der Letzte, der von Christian Bug überholt wurde. Nächste wäre dann Florian Kappel momentan, aber über 5 Sekunden weit weg. Ja, Christian Bug natürlich auch ein Fahrer, der sehr viele Plätze gut gemacht hatte in dem Suzuka-Rennen, aber durch seine Fehler sehr weit nach hinten gefallen ist. Also super schneller Fahrer, aber dann leider nicht konstant gewesen, viele Dreher drin gehabt und somit Position verloren. So, wir haben jetzt auch schon Roger Noack in dem Warteraum. Wir lassen ihn gleich abholen. Und dann kann er vielleicht etwas zu seinem Abflug sagen, beziehungsweise zu seinem Ausscheiden. Ist natürlich interessant, weil wir konnten das Ganze nicht abfilmen. So, da wurde er auch schon in unsere Kommentatorenbox gebracht, der Roger Noack. Hallo Roger, was ist vorgefallen, dass du aktuell in der Box stehst oder wahrscheinlich auch ausgeschieden bist, wie es aussieht? Ja, also... Ich habe mich gedreht in der berühmten Eau Rouge, ne? Da war ich wohl zu schnell auf dem Gas und konnte ich das Auto nicht mehr abfangen. Und da habe ich das Lenkrad 90 Grad nach links gestanden. Oh yeah. Ja, das ist natürlich bitter in der Kurve, da kann man überhaupt nichts mehr machen. Und ja, bei so einem Schaden, die Autos sind leider nicht so, dass sie wirklich groß repariert werden können. Wenn das Auto mal wirklich eine Beschädigung hat an der Aufhängung, dann ist leider auch das Rennen vorbei. Ja, das stimmt leider. Ne? Und so einfach ist das Ding auch nicht zu fahren. Ne? Also muss ich ehrlich zugeben. Ja, das habe ich schon von dem einen oder anderen Fahrer gehört. Aber nichtsdestotrotz großen Respekt, dass du dich trotzdem in das Fahrzeug setzt und über die Strecke bewegst. Ist auf jeden Fall immer schön, viele Fahrer hier im Rennen zu sehen. Und egal ob super schnell oder nur sehr schnell, das ist egal. Hauptsache, alle sind dabei. Und natürlich ist es noch schöner, wenn alle ankommen. Schade für deine Ausschalten. Ja, klar. Und, wie soll ich sagen, das ist mein drittes Rennen. Das erste in Suzuka bin ich gefahren. Das war ja auch eine Nullrunde. Und da konnte ich aber 12 Runden fahren und nicht nur eine. jo, aber ich setze die Hoffnung auf den Jens, der fährt da relativ sicher. Ne? Ja, hatte auch einen leichten Quersteher vorhin, aber ist auf jeden Fall gut dabei, der Jens. Ja, ich denke, wenn man das Fahrzeug nicht so kennt, und das ist, geht ja vielen so momentan, ist ja auch ganz neu noch das Auto, und dann sind die ersten Rennen wirklich so, um reinzukommen, vielleicht eventuell sogar die ganze Saison, so eine kleine Testsaison. Und ich denke, zu den letzten Rennen, da werden die Rennen auch ein bisschen anders. Ich denke, da fällt es den Leuten wirklich einfacher, das Auto ins Ziel zu bekommen, und jeder ist ein bisschen mehr im Wind unterwegs. Ja. Oder wie siehst du das, Rocker? Ja, das muss man muss schon alles kennenlernen. Ich hätte da schon gerne ein Handbuch oder so, wenn es sowas gibt. Also brauchst du wirklich. Also das austesten, hier austesten, was macht das, was macht dies. Also ist schon schwierig, ist schon umfangreich, ja. Du brauchst viel Zeit dafür. Oh, hier sehen wir gerade Ruben Denker etwas weit nach draußen gekommen. Während er hier versucht, auf Tenzin aufzuschließen, beziehungsweise an ihm vorbeizugehen. Ja, er hat sofort eine Position, er hat eine Position verloren. Er war nämlich ursprünglich vor Tenzin. Und jetzt wird's ganz eng, weil jetzt ist nämlich Denker direkt im Windschatten von Tenzin und auch Ferenc Kern dahinter. Also Denker mittlerweile dann in dem Platz zwischen den beiden und nicht mehr vorne dran. Auf jeden Fall vielen Dank für dein Interview. Schön, dass du hier warst, ein bisschen Stellung genommen hast zu deinem Ausscheiden.
freut uns natürlich, wenn du jetzt noch ein bisschen hier das ganze Rennen verfolgst im Nachhinein und vielleicht deinem Teamkollegen noch siehst, wie er 1, 2, 3, 4 oder 10 Positionen nach vorne kommt. Ja, 10 Plätze wären schon gut, ne? Mal gucken, wie es läuft, ne? Okay, ich bedanke mich dann, ne? Und ich wünsche euch auch noch viel Spaß und ich habe mir das garantiert so ungefähr. Ja, freut uns. Dir noch einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Rennen. Okay, bis zum nächsten Rennen. Ciao, ciao. Ja, ciao. Tschüss. Ja, momentan ist auch das hier der spannendste Kampf. Also, ich denke, er muss jetzt sogar ein bisschen schon abreisen lassen. Ist gerade noch so ein DRS-Fenster drin, aber verliert jetzt wirklich Zeit auf Dämsen. Ja, und die Kern kommt immer weiter ran. Aber auch hier haben wir wirklich einen spannenden Zweikampf. Guckt man jetzt direkt in der Kalapte. Ja, jetzt sehen wir hier mal, wie schnell es durch die Rutsche durchgeht. Wirklich faszinierende Bilder. Ich denke, fast so gut wie in der Realität, als sie bei mir mit DRS da richtig sich vorbeisaugen kann. Da dürfte er vorbei sein, hat die etwas schlechtere Linie gerade. Nein, reicht nicht dadurch, dass er die Außenlinie hat. Muss also nochmal etwas warten. Ja, Klavier hat sehr spät gebremst, da verliert er jetzt an Schwung. Eventuell jetzt für die Chance einen Überraschungsangriff für Vogtmann, aber da ist er zu weit hinten. Da weiß ich auch nicht, ob das überhaupt im Formelwagen geht. Also im GT ist da doch ein bisschen mehr möglich. Im Formelwagen ist es natürlich dann doch ein bisschen schwieriger hier. Ist nicht immer ganz so leicht zu überholen. Man weiter ganz dicht dran hinter Klavitter. Jetzt wieder hinten dran bleiben bis zur nächsten Geraden und versucht dann eben dann über ihn zu überholen. So, jetzt sehen wir es gleich. Hier geht's auf die lange Gerade, viel Schwung mitnehmen und er ist wirklich ganz dicht hinten dran. Diesmal war leider keine DRS-Zone. Er muss es aus eigener Kraft schaffen. Und eben mit dem Windschatten, dem ihm zur Verfügung steht, und dem entsprechenden Motorprogramm. Aber es reicht nicht, ich denke, das können wir hier schon sehen. Aber eben jetzt die nächste DRS-Zone und dann kann er wieder Zeit aufholen, eventuell sogar einen Angriff starten. Und er hat da gut Zeit gut gemacht und hinten dran ist einer in die Box gefahren. Wenn ich mich irre, ich glaube Pavel Rüberg war das, ja. Pavel Rüberg zum ersten Boxenstopp drin. Etwas früh, ich weiß nicht, ob der so regelmäßig war, der, so ein geplanter Boxenstopp war. Währenddessen vorne an der Spitze Benecke weiterhin in Führung. Deutlich sogar diesmal 2 Sekunden vor Hoppe. Und Hoppe, der muss jetzt nach hinten schauen. Da hat er den Lars Boll hinter sich. Einen seiner Lieblingskonkurrenten, glaube ich. Die haben sich jetzt schon ein paar Mal duelliert auf der Strecke. Wir erinnern uns vor allem an Suzuka. Da gab es wirklich einen sehr spannenden Zweikampf. Das ganze Rennen über zwischen den beiden. Ja, die zwei geben sich hier wirklich gar nichts. Sind auch die zwei Top-Favoriten. Lars Bohn natürlich etwas Pech gehabt im letzten Rennen durch sein Ausscheiden. Dann etwas die Chance auf den Sieg verloren. Also auf den Gesamtsieg. Er muss jetzt hier erstmal wieder aufholen mit den Punkten. Am besten vor Hoppe ins Ziel kommen. Aber da wird sich Hoppe natürlich nicht lumpen lassen und wird versuchen weiterhin vor Lars Bohn zu bleiben und somit den Vorsprung ausbauen zu können in der Gesamtwertung. Und jetzt im kurvigen Bereich hat wohl auch wieder etwas Zeit liegen lassen. Also da kann wohl Hoppe schneller und auch Elkemann ist wieder dicht dran. Der eine Sekunde Rückstand hat auf Bull und damit nicht im DRS-Fenster ist, ganz knapp nicht. Jetzt eventuell doch sogar. Ich glaube, das DRS ist aufgegangen. Da hat er dann doch wohl die Zehntel noch rausgeholt. Unterwegs, der immer noch hinter Tänzen hängt und versucht verzweifelt an ihm vorbeizukommen. Kann natürlich auch sein, dass er wieder versucht durchzufahren, das haben wir jetzt schon zweimal gesehen, dass er versucht durchzufahren, um keine Reifen zu wechseln, aber das wird hier in Spa fast unmöglich sein oder sogar unmöglich. Muss man auf jeden Fall aufpassen, weil wenn die Reifen einbrechen, da werden die Zeiten so extrem langsam, dass du dann wirklich keine Chance mehr hast. Ja, vor allem wenn die Reifen einbrechen und es ist dann wirklich sehr spät, wir fallen laut so nicht mehr lang, bis sie platzen, und zum Platzen der Reifen, den wünscht man hier keinem. Wir haben es vor kurzem gesehen, letztes Jahr, Sebastian Vettel in Kemmel, und da hat er ein bisschen Glück gehabt, dass hier nichts passiert ist. Stell dir mal vor, so ein Reifen geht in Rouge hoch und dann, ja, da kann man natürlich dann gar nichts mehr machen.
Wir haben es von Roder gehört, wenn der, wenn das Auto nur Rouge Probleme hat, wenn er quer steht, wenn er sich dreht und dann geht da gar nichts mehr. Ja, da fallen die Zeiten immer hin und her. Mal ist er näher dran, mal ist er weiter weg. Aber auch Adriano Fugmann hier immer noch hinter Christoph Klawitter. Ja, ich glaube, Fugmann, der kann schneller. Letzte Runde war über 7 Zehntel schneller als Klawitter. Und ja, man sieht auch hier im kurvigen Teil, da schert er schon leicht aus. Also da will jetzt auch wirklich vorbei. Ja, sehen wir mal aus der schönen Kamera hier von der Regie, wie eng das dazu geht. Ja, also kann man die Aufschrift auf dem Frontflügel lesen von Adriano Fugmann hier, vom Scuderia Tutti Frutti Team. Darf man natürlich nicht vergessen, ein kleiner Pulver und du kannst hier deinen Frontflügel so dermaßen beschädigen, dass du auch nicht mehr vorne mitgehen kannst, die Zeiten vom Vordermann. Also Formelfahrzeuge zu fahren ist dann wirklich ja, schwer. Also du musst hier wirklich jede Sekunde extrem aufpassen. Natürlich ist es auch bei anderen Fahrzeugen so, aber ich würde sagen, bei den Formelfahrzeugen auch wegen den freistehenden Reifen noch mal etwas heikler, so ein Zweikampf. Ja, auf jeden Fall. Also bei den GTs, da kommt es ja ständig mal zum Fahrzeugkontakt und hier ein kleiner Kontakt, da ist der Frontflügel verbogen, da verliert man im Boxenstopp gleich mal mindestens 4 Sekunden. Wenn es nicht sogar schlimmer ist. Oh, da gab es wohl einen Dreher von Markus Drexel. Mal gucken, ob wir das Ganze noch einfangen können. Auch wieder in La Source. Kommt da raus, ja, auf den Teppich. Und da geht dann Jungbu gerade noch so neben vorbei. Das war wieder eine sehr knappe Situation, sehr heikel das Ganze. Da kommst du fast blind um die Kurve, siehst nichts. Und wenn dann ein Fahrzeug quer steht, oh, dann musst du wirklich Glück haben, dass, dass du im richtigen Moment da bist, um nicht das Fahrzeug zu treffen. Ja, hier wieder Lars Bohl im Bild, der im Sandwich ist zwischen Justin Hoppe und Marc Elkemann. Ja, und Elkemann, der ist jetzt auch im DS-Fenster. Wir sehen, es dicht genug dran. Von hinten kommt auch jetzt der nächste näher langsam, Gorgi Tenzen zu dem Schlepptau mit oben, denke. Wir haben jetzt in den letzten Runden wieder etwas Zeit gewonnen. Ja, und jetzt eventuell die Chance für Lars Bohl. Ist zwar weit hinten, aber mit DRS, mit mehr Topspeed, mit Windschatten, wenn alles genau passt, auch die Orange genau perfekt treffen, Vollgas durch und dann eventuell eine Möglichkeit. Aber Hoppe, da hat die natürlich auch perfekt genommen. Und da wird es dann auch schwierig für Lars Bohl. Er ist hier richtig nah dran, also mit 0,3 Sekunden dahinter. Also das ist ein Hauch. Einmal ein bisschen später auf der Bremse und du hängst den Vorderfahrenden da im Getriebe. Das ist, Reaktionszeit ist auf jeden Fall gefragt. Ja, und in der Zwischenzeit Elkemann wieder leicht zurückgefallen, aber das ist wirklich hier alles so minimal. Eventuell versucht auch der eine oder andere Fahrer Sprit zu sparen. Wir hatten es auch schon in den vorigen Streams ab und zu erwähnt, dass... Oh, da Fugmann! Fugmann gerade dran, wieder Klawitter anzugreifen. Und schön, da fährt Klawitter eine ganz andere Linie. Da wollte wirklich sicher gehen, dass Fugmann da nicht innen reinsticht. Dann hat er ganz spät gebremst, verliert natürlich beim Beschleunigen Zeit. Aber für Fugmann noch nicht die Möglichkeit vorbeizugehen. Jetzt eventuell ist er ganz dicht dran. Aber es ist schwierig hier zu überholen, also nahezu unmöglich. Und dann muss er natürlich sich nochmal hinten einreihen und eben bis zur nächsten Geraden warten. Hier keinen Fehler machen, dicht dranbleiben und jetzt in die Doppelrechts. Sehen wir jetzt schön die Onboard. Ah, da hat Klawitter die Kurve etwas besser genommen. Kann sich hier sofort um Meter absetzen. Ja, ich guck mal, der kommt doch gar nicht wirklich näher. Also beide in etwa selbst Topspeed. Jetzt auf der Bremse vielleicht etwas Zeit gewonnen.
Ja, da hat er sich gut dran gesorgt, also er kann schneller. Und jetzt DRS öffnen und eben ganz dicht dran bremsen an das Urs und dann beim Rausbeschleunigen. Ja, da verliert er wieder Zeit. Da wird er sehr gut beim Rausbeschleunigen. Ja, scheint etwas bessere Traktion zu haben. Aber dennoch Fugmann ganz dicht dran. 3 Zehntel hat er Rückstand eben betragen. Und jetzt kann er eventuell schon ausscheren. Ganz dicht dran. Wenn er jetzt innen reingeht, mit DRS offen. Aber bleibt noch mal hinten dran, da wollte das Risiko doch nicht eingehen. Ja, aber schön zu sehen, dass die Fahrer mittlerweile hier auch mit Köpfchen anfangen zu fahren, nicht mehr stumpf einfach reinhalten, um dann vielleicht 2 Rennen sogar zu beenden, das eigene und das vom Gegner. Auch hier wieder zu sehen, ganz anderer Anbremspunkt von Fugmann gegenüber Klawitter. Dadurch ist er dann hier immer etwas näher dran, wenn es rausgeht auf die Puan. Da verliert er wirklich Sekunden hier hinter Fugmann. Wir sehen die Rundenzeit von beiden, eine 53,2 in der letzten Runde. Ich denke, Klawitter kann hier auch 52er Zeiten fahren, also Fugmann 52er Zeiten. Und Klawitter verliert natürlich auch Zeit mit der Kampflinie, die hier eben gefahren ist. Aber natürlich am meisten Zeit verliert Fugmann und er verliert vor allem seine Reifen hier mit der Zeit. Also hinterherfahren, das kostet nicht nur Zeit, sondern auch ja, hoher Reifenverschleiß und die Nerven kostet es natürlich auch. Ja, ich wollte es vorhin schon erwähnen, bevor dieser Angriff kam. Es spielt natürlich, oh, da geht er dann in die Box, der Christoph Klawitter, relativ früh wie mir erscheint. Ich dachte, da kommen die Fahrer etwas später, somit kann man dann erstmal vorbeifahren. Was ich sagen wollte, kommt natürlich auch darauf an, wie du deinen Sprit gesetzt hast. Wir haben es schon mal thematisiert. Die Fahrzeuge sind sehr spritempfindlich, also dass wirklich der ein oder andere Gramm kann da richtig viel Zeit ausmachen. Dann ist natürlich die Frage, wie viel tanke ich voll? Die Fahrzeuge sind nicht nachzutanken, du musst zu Anfang des Rennens entscheiden, wie viel Kilo du mitnimmst an Sprit, um dann damit haushalten zu können. Der ein oder andere wird das Auto natürlich voll tanken und dann voll durchfahren. Der andere wird sagen, ja, ich fahre lieber mit ein bisschen weniger Sprit, schon vielleicht meine Reifen etwas und kann somit dann etwas leichter, schnellere Zeiten fahren. Aber da musst du natürlich dann auch darauf achten, dass dir der Sprit am Ende nicht ausgeht. Kann natürlich auch immer wieder passieren, sowas. Aktuell hat sich das Feld etwas auseinandergezogen. Aktuell nur noch Ruben Denker hier in einem DRS-Fenster. Der Rest der Fahrer alle außerhalb eines DRS-Fensters. Ja, Fabian Lundblut, der ist auch noch im DRS-Fenster, auf Position 13. Wir haben von den Dreher gesehen, hat er gut Zeit verloren. Jetzt aber greift den Teamkollegen von Adriano Fugmann, den wir eben im Bild hatten, an Olli Kral auf der 13., auf der 12. Position. Und die hätte jetzt auch gern der Fabian Lundblut. Wir haben natürlich hier im Blick, wir hoffen, dass die Regie auch das Ganze im Blick hat, was die Zeiten angeht. Also Maximilian Wenige konnte sich mittlerweile schon 4 Sekunden, knapp 5 Sekunden von Justin Hoppe absetzen. Dahinter dann immer noch Lars Bohl, der wiederum 1,5 Sekunden knapp Rückstand hat auf Justin Hoppe. Marc Elkemann dann auch ungefähr wieder den gleichen Abstand wie Lars Bohl zu Justin Hoppe. Und dann sind es 2 Sekunden auf Craig Attenson. Und dann Denker auch ganz nah weiterhin im DRS-Fenster dahinter auf Platz 6. Ferenckern im Moment auf Platz 7. Den Rest der Fahrer können sie dann auch erstmal unten der Zeitnahme bzw. des Bandes entnehmen. Da haben wir jetzt aktuell den Roger Noack als Ausfall schon zu verzeichnen. Sehr schade so früh am Rennen, aber immer schön, wie er schon gesagt hat, beim nächsten Mal ist er dann auch wieder dabei und dass er sich da auch durchkämpft durch das Ganze. Ja, aber eine Positionveränderung haben wir in der Zeit. Massimo Locatello hat eine Position verloren und das ist sehr spektakulär gewesen. Da hat er nämlich in der Rouge sein Auto verloren und wir wissen, wenn er da das Auto verliert, da kann er eigentlich nichts mehr machen, aber er hat Glück gehabt, ist sofort auf die Bremse und konnte einen Einschlag weitestgehend vermeiden. Leichter Einschlag war da, aber ich denke ohne große Auswirkungen. Und er hat da Glück gehabt, also dass er da überhaupt weiterfahren kann.
Wir sehen es jetzt hier auch, wie er da eingeschlagen ist. Ja, erstens weiterfahren, dann nur eine Position verloren an Florian Kappel. Anderen ist es da schlechter gegangen in dem Rennen bisher. So, tut immer noch am Jagen von Olli Kral. Da auch immer näher. Mal sehen, ob er jetzt DRS nutzen kann, um vorbeizugehen. Aber wir haben es schon gesehen, auf Start und Ziel ist das DRS dann doch nicht so effektiv, wie wir gedacht haben zu Anfang. Also da müssen die Fahrer dann doch wirklich großen Überschuss haben. Und da scheint es so, als wäre Jungblut nicht ganz so gut aus der Kurve gekommen. So, der nächste in der Box, Markus Drechsel. Ja, und hier dort sich einige Zwei-Stop-Strategien an. Drechsel könnte natürlich auch Ein-Stop fahren, das ist momentan unklar, was er jetzt genau sich wofür er sich entscheiden wird, aber ich denke, Pavel Rübeck, Christoph Klawitter, den Teamkollegen, Rübeck in Runde 10 drin, Klawitter 5 Runden später. Die werden, denke ich, eine Zwei-Stop-Strategie heute fahren. Außer sie können im zweiten Stint extrem lange draußen bleiben. Ja, wäre natürlich schön, endlich mal auch zwei Stops zu sehen. Bis jetzt haben wir immer nur ein Stops in den Rennen gesehen. Die Frage ist, bringt das wirklich so viel? Also du brauchst für einen Boxenstopp mit Boxendurchfahrt so um die 28, 29 Sekunden. Also ein Boxenstopp an sich so 2,4 bis 3,2 Sekunden. Oh, da Jungblut etwas weit innen gewesen und damit etwas Abstand wieder zu Olli Kral. Da ist er ein bisschen auf die Wiese gekommen. Vielleicht können wir das Ganze nochmal einfangen hier. Jetzt sehen wir hier so schön die Fahrer ins Bild kommen. Oder steht er schon vorher quer? Da steht er schon vorher etwas quer und kann das Auto dann, so wie es aussieht, noch etwas abfangen. Dadurch etwas der Ausritt. Zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Ja, das ist natürlich auch eine ganz schwierige Kurve hier. Also da muss man bremsen und dann sofort so schnell wie möglich einlenken. Und da haben schon einige Fahrer die Erfahrung gemacht und das Auto dann die Box abgestellt. Das hat jetzt auch Massimo Locatello gemacht, aber ich denke, er wird dann auch sofort gleich weiterfahren. Ja. Reifenwechsel und weiter geht's. Boxenstopp. Wahrscheinlich auch einer der Zwei-Stopper, wobei wir jetzt vielleicht sogar schon in das Ein-Stop-Fenster so langsam kommen. Die Frage ist natürlich, wie kommen die Fahrer mit den Reifen dann noch zurecht? Wie schnell sind die Zeiten? Weil die können dann doch von jetzt auf gleich sehr, sehr einbrechen. Klawitter hinter Rübeck. Fährt schon aus, sitzt sich daneben und geht vorbei. Aber da hat er mitgespielt. Also ich glaube, da hat er nicht jetzt groß gegengehalten, sondern hat ihn da relativ ohne Kämpfen vorbeigelassen. Ja, es sind natürlich auch Teamkollegen und da hat man dann in erster Linie auch das Wohl des Teams im Blick. Und wenn sich da beide groß duellieren und am Ende noch eine Kollision verursachen, natürlich dann eher unerwünscht. Aber hier haben wir einen echten Zweikampf. Fabian Jungblut jagt Olli Kral. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Aber er kommt nicht vorbei. Jetzt ist er ganz dicht dran. 3 Zehntel. Und hier holt er nochmal eigentlich Zeit auf durch den ganzen Windschatten. Ja, möglicherweise jetzt die Attacken der Bast auch schon. Aber außen ist schwierig. Außen ist schwierig. Oh, sehr spät auf der Bremse. Aber beide spät auf der Bremse gewesen. Beide sehr spät gewesen. Deshalb jetzt auch kein großer Abstand, den er da wieder hergeben muss. Also bleibt weiterhin sehr nah dran. Hat davon profitiert, dass auch Olli Kral da sehr spät gebremst hat. Hat jetzt wieder auf der Camel Straight die Chance, mit DRS vorbeizugehen.
Ja, da hat er schon 16 Rückstand vor der Rouge, da muss die Kurve jetzt wirklich hier passen. Aber selbst dann wird es schwierig, ist der Rückstand auch ein bisschen zu groß, glaube ich. Aber jetzt könnte es klappen, da hat er deutlich Überschuss hier. Setzt sich schon in daneben und er bremst gleich vorbei. Ja, sehr schönes Manöver. Da haben wir jetzt mal gesehen, wie DRS wirken kann. Also hat da richtig mitgeholfen, das DRS. Windschatten, DRS und gut aus der Rouge rausgekommen, dann bist du sehr groß im Vorteil. Vorne an der Spitze alles unverändert. Maximilian Benecke, großen Abstand auf Justin Hoppe, Lars Bohl und Marc Elkemann. Also da vorne hat sich das alles etwas beruhigt. Wir haben das Ganze natürlich im Blick, hoffen wir auch für die Regie. Und so wie wir sehen, Ruben Denker an der Box. Er hat es schon erwähnt. Ja, wir haben gedacht, oder in den letzten Rennen hat er zumindest versucht, immer ohne Boxenstopp durchzukommen. Aber anscheinend ist es in Spa unmöglich, ohne Reifenwechsel über die Distanz zu kommen. Ja, weil wir haben hier wirklich schnelle Kurven, gerade auch so Doppel-Links, die wir eben schon angesprochen hatten, wo sich Fabian Jungblut fast weggedreht hat und jetzt auch Christian Buch übrigens hinten an der Box. Und da ist der Reifenverschleiß natürlich dann deutlich höher als in Monza. Ja, und Bug auf der 9. Position, der hat sich nach vorne gekämpft, ist dann aber hinter Kappel hängen geblieben. Und weiter ging es dann doch nicht nach vorne, also hinter Kappel musste er sich einreihen. Zu dem Zeitpunkt, als alle noch ohne Boxenstopp waren, war er dann auf der 10. Position. Da ist er auch jetzt wieder, wenn Jungblut nicht vorbeigeht. Jungblut geht vorbei. Und Jungblut ist an Olli Kral vorbei. Währenddessen. Ja, er hat die Position gut gemacht. War da ein Fehler von Olli Kral wohl? Gucken, ob die Regie das Überholmanöver noch einfangen kann. Ne, da war er schon vorbei. Schade. Also, wir haben es ja gesehen. Ja, wir haben ja Möglichkeiten, das einzufangen. Da gucken wir mal, ob unsere anderen Hilfsmittel da nochmal Christian Buch Aufschluss jetzt bieten können. Hinter Massimo Locatello, der letztes Mal schon seinen ersten Gaststart hatte und da leider ausgeschieden ist. Unverschuldet. Hinter einer Kurve stand ein Fahrzeug quer und da hatte er keine Chance mehr auszuweichen und dann war die Aufhängung kaputt. Er musste das Auto abstellen. Sehr schade natürlich. Beide jetzt hier am Jagen von Olli Kral und Justin Hoppe in der Box. Justin Hoppe geht in die Box, somit erstmal Lars Bohl und Marc Elkemann vorbei an Justin Hoppe. Jetzt ist es natürlich spannend, wer als nächstes in die Box geht. Und ob er da vielleicht eine Position verliert oder gut machen kann. Auf Ferenc Kern und Brilliant Hansen dann an der Box. Ja, jetzt kommen wirklich fast alle rein aus dem ersten Drittel. Kleiner Nachtrag noch zu Fabian Unglut, werden wir hier den Dreikampf sehen. Der war ja schon an Olli Kral vorbei und Olli Kral war halt einfach deutlich langsamer anscheinend und hat dann dadurch die Zeit verloren, also keinen wirklichen Fehler gemacht. Aber er kann einfach nicht den Speed mitgehen, den Jungblut momentan geht. Und hier geht's natürlich ab, also da bietet sich hier einiges. Olli Kral muss jetzt hier sich verteidigen, nicht gegen Fabian Jungblut, sondern gegen Massimo Locatello und Christian Buch. Locatello und Buch beide schon an der Box gewesen. Und die verlieren natürlich jetzt auch wieder Zeit. Ja, und jetzt verliert Olli Kral fast das Heck und das ist jetzt die Möglichkeit für Locatello vorbeizugehen. Er ist schon vorbei. Auf der besten Außenvariante. Oh, das war aber ganz knapp. Da geht er quer beim Rausbeschleunigen. Jetzt wird er auch noch den Platz dann verlieren. Genau, da verliert er dann auch den nächsten Platz an Christian Buch, der da vorbeigehen kann. Das sah sehr heikel eben aus. Sah aus, als gäbe es da fast den Kontakt, dass ihm Locatello den Frontflügel abfährt. So, Ruben Denker weiterhin auch hinter seinem Dauerheck. Also ich glaube, das Heck hat er jetzt schon die ganze Zeit gesehen, die ganzen 22 Runden. Und wer da rangekommen ist, ist Florian Kappe. Der mischt jetzt da vorne auch mit. So, Maximilian Benecke aktuell in der Box. So, jetzt wird es natürlich spannend. Gucken wir mal, wo Justin Hoppe und da auch kommt. Lars Bohl kommt rein. Und Elkemann auch, das heißt, Benecke wird wohl die erste Position behalten. Genau, Benecke sehen wir hier mit der 14 in der Trackmap. Mit der 4 ist Justin Hoppe. Jetzt bin ich gespannt, ob er da vorbeigehen kann. So. Hier steht jetzt Maximilian Benecke ganz vorne. Reicht nicht. Da hinten sehen wir jetzt Justin Hoppe kommen. Ist natürlich jetzt die Frage, ob er wesentlich mehr Schwung mitnehmen kann. Ach, nein, Abstand ist unverändert groß wie vor dem Boxenstopp. Also da gab es jetzt keine große Veränderung.
Ja, ist auch normal, dass es hier keine große Veränderung gibt, weil die Zeiten sind ja etwa gleich lang. Die Boxencrews sind wirklich top gestimmt alle. Passieren eigentlich keine Fehler und von daher alle auf einem ähnlichen Niveau. Aber bei der Boxeneinfahrt kann man gut Zeit gut machen. Und das hat wohl auch Marc Elkemann gemacht, weil der ist jetzt innerhalb von einer Sekunde im DRS-Fenster und gewinnt hier sofort mal Zeit auf Lars Boll. Ja, und währenddessen die Nächsten an der Box, Gregory Tenson und Fabian Ungut, fallen beide zurück. Und auch Oliver Krall fährt jetzt in die Box. Ja, also ich schätze, wir sehen dann doch wahrscheinlich zwei Stops bei den meisten Fahrern. Aktuell waren aber noch nicht alle Fahrer in der Box. Wir haben noch nicht in der Box gehabt Florian Kappel. Dann war noch nicht an der Box Adriano Fugmann und Jens Weber war noch nicht an der Box. Hier sehen wir jetzt Bug via Locatello jagt. Ist aktuell auch im DRS-Fenster. Wenn er das jetzt noch die nächsten Kurven hält, hat er dann möglicherweise auf der Kevin Straight die Chance vorbeizugehen. Aber da muss er jetzt noch etwas näher dran kommen. Also hat jetzt Rückstand 8 Zehntel, das ist dann wirklich zu viel Abstand. Letzte Mal braucht so eine halbe Sekunde maximal. Die kannst du haben, wenn du dann gut aus dem Busch rauskommst, kannst du auch vorbeigehen. Ja, wir hören jetzt auch beide auf Florian Kappel, auf der jetzt in die Box geht, weil er hat nämlich etwas Zeit verloren auf den alten Reifen. Bin gespannt, wo Kappel rauskommt. Er müsste noch vor Locatello rauskommen, aber die Position ist nicht sicher. Also eventuell etwas zu lange gewartet. Ja, da musst du natürlich gamblen. Also es ist ein taktisches Spiel. Der ein oder andere Fahrer hat hier seine Boxencrew, sein Boxenfunk. Nicht jeder hat einen, der ihm dann die ganzen Sachen berechnet und sagt, guck mal, da könntest du stoppen oder du verlierst gerade Zeit, fahr in die Box. Wir wissen, dass der ein oder andere Fahrer sowas hat, aber es hat auch nicht jeder Fahrer jemanden, der ihm da hilft bei dem Ganzen. So, jetzt können wir vielleicht nachher mal sehen, wie schön dass DRS aufgeht. Jetzt hier auf der Camel Straight. Noch ist es zu. Jetzt kann das aufmachen. Jetzt sehen wir schön, wie der Flügel aufgeht. Hinten. Und das ist wirklich ganz dicht dran. Jetzt sollte es auch reichen. Viel Topspeed hat hier der Christoph Glaube da. Also, Tenson war ganz dicht dran und trotz DRS kommt er nicht vorbei. Ja, möglicherweise ein anderes Setup, was den Flügel betrifft. Vielleicht fährt er weniger Flügel als sein Verfolger und somit kann er sich dann auf der Geraden noch davor halten, aber es wundert mich doch ein bisschen, trotz Windschatten und DRS, dass er da nicht wirklich vorbeikam. Aber wie wir erfahren haben, sehr erfahrener Fahrer, von daher denke ich, er wird jetzt gucken, sich den Christoph Klawitter zurechtlegen und dann im richtigen Moment auf seinen Fehler hoffen, beziehungsweise seine Chance dann auch nutzen und vorbeigehen. Ja, und Gregory Tenson hat durch den Boxenstopp wirklich Plätze verloren. Also, er war ja vorne dabei, um Denker und um Ferenc Kern. Beide auf den Plätzen 5 und 6 vor Adriano Fugmann, der jetzt in die Box kommt. Und jetzt liegt er auf der 12. Position. Also, irgendwas ist doch schiefgegangen beim Boxenstopp. Da kann dann doch die Boxenstopp eventuell dann den Ausschlag geben. Ja, vielleicht auch bei der Einfahrt in die Box etwas schiefgelaufen oder bei der Ausfahrt. Ja, 40 Sekunden etwa hat er dann verloren. Eventuell kriegen wir noch eine Info, was da passiert ist. Jetzt können wir gleich mal, wenn die Regie auf dieser Kamera bleibt, können wir gleich auch mal sehen, wie das Ganze ist. Oh, da setzt er sich schon daneben. Da setzt er sich vor Rouge daneben und ist schon vorbei. Da ist er vorbeigegangen. Er hat Klawitter ihn durchgelassen. Oder Klawitter hat Probleme, ne? Kann weiter beschleunigen. Jetzt, danke, ich glaube, da wird ihn durchgelassen. Ja, danke, Richie. Jetzt sehen wir links im Lenkrad die 4 Punkte. Die 4 Punkte zeigen den Fahrer an, dass er DRS offen hat. Jetzt ist es aus. Beim Bremsen geht das DRS aus. Ist nur ein Licht am Blinken.
heißt das, dass es verfügbar ist und du kannst es dann in der DRS-Zone öffnen. Bei 2 bist du in der DRS-Zone und bei 4 ist es dann offen. Also auch eine schöne Hilfe für die Fahrer. Aber es hat mich jetzt gewundert, dass er ihn vor Urush vorbeilässt. Ja, Tenzin ist auch sehr gut rausgekommen aus der letzten Kurve der Lazurs, aus der ersten Kurve. Und da wollte Lavita wohl nicht das Risiko eines Unfalls eingehen und dann mal durchgewunken. Ja, und jetzt muss er sich gleich gegen Adriano Fugmann verteidigen, der jetzt auch schon aufschließt auf ihn. Er ist ja ganz nah dran an ihm, der Adriano Fugmann. Möglicherweise irgendein Schaden am Auto von Lavita oder vielleicht kaputte Reifen, wobei war ja schon an der Box. Also aber relativ früh. In Runde 15 hatten wir schon gesehen, dass er da in der Box war. Jetzt könnte schon der Angriff kommen. Na, da ist er zu weit weg, bremst sich jetzt schön ran. Jetzt ist es wichtig, hier gut rauszukommen aus der Busstop. Ja, kommen beide sehr gut raus. Jetzt dürfte er das DRS öffnen. Reicht aber nicht. Fast Vollgas oder beziehungsweise schon Vollgas durch die Rouge durch. Jetzt kann er sich dann schön zurechtlegen, den Lavita. Ist auch sehr nah dran. Aber es reicht wohl nicht. Nein, es reicht leider nicht in diesem Moment. Muss jetzt natürlich versuchen, dran zu bleiben. Wenn er es nicht jetzt hier in den nächsten Kurven schafft, dann möglicherweise wieder in den nächsten DRS-Zonen bei der nächsten Rundung des Kurses. Der 7 Kilometer hier. Jetzt fahren wir gerade den Teil, der die ganze Zeit bergab geht. Also hier geht es wirklich bergab die ganze Zeit. Ja, im letzten Umlauf waren beide gleich schnell. Heißt natürlich nichts, weil Fugmann hinter Lavita festhängt. Oh, ich glaube, er kann schneller. Ja, kann er also schneller. Ist wirklich dicht dran. Gerade in den Kurven gewinnt er da wirklich deutlich Zeit. Ja, auch schön in der Aufnahme zu sehen, wie das Fahrwerk arbeitet. Also auch ganz wichtig, dass du hier das Fahrwerk von deinem Team richtig abstimmen lässt. Weil sonst hast du wirklich Nachteile. Werden wir jetzt auch gleich wieder sehen, wenn es über die Curbs geht etc., wie das Fahrwerk arbeitet. Ich glaube, Lavita, der fährt hier mit sehr wenig Flügel. Also, der hat Fugmann nicht so viel Zeit aufgeholt, wie ich jetzt vermutet hätte. Wir haben ja aber schon gesehen im Zweikampf mit Gregory Tenzin, da konnte er auch vorne bleiben, obwohl Tenzin DS hatte. Und hinten fährt einer in die Box, das dürfte Pavel Rüber gewesen sein. Ja, genau, genau. Der Teamkollege von Lavita zum nächsten Mal in der Box. Der wird aber wohl nicht auf einer 3-Stop-Strategie aus sein, oder? Runde 10, Runde 26. Lang haben die Reifen bisher nicht gehalten. Guckt also man jetzt ganz dicht dran. Kein Reifenflüsser, und da geht er vorbei, der Fugmann. Da ist er schon vorbei, setzt sich neben ihn, ist vorbeigegangen. Aber oh, da sehr bremst. Spät auf der Bremse. Sehr schön. Viel Platz gelassen, aber da hat dann Lavita nachgeben müssen. Da war er vorbei. Der Adriano Fugmann hatte die Nase vorne und somit gehört ihm auf die Kurve. Also wir wissen mittlerweile, was mit Corey Tenzin los war. Der war zweimal an der Box. Wir wissen jetzt momentan noch nicht genau warum. Eventuell hat er dann das Stop and Go bekommen, weil er zu schnell reingefahren ist, zu schnell rausgefahren ist. Da gibt es genug Möglichkeiten. Ja, eventuell hat die Boxen-Crew auch die falschen Reifen aufgezogen. Was weiß ich, weiß es nicht. Aber auf jeden Fall zweimal an der Box gewesen und ordentlich Zeit verloren. Wie gesagt, von Platz 5 auf Platz 10 zurückgefallen und ja, einen ganzen Boxenstop dadurch verloren. Jetzt haben wir Locatello im Bild, der läuft auf Kappel auf. Kappel ist eben derjenige, der vorhin lange draußen geblieben ist, dadurch etwas Zeit verloren hat. Und jetzt muss er sich gegen Locatello wehren. Und Kappel, einer derjenigen in dem Rennen, sehr unauffällig gewesen. Hat durch Fehler anderer profitiert, eben durch den Qualifying-Fehler von Bug ist er nach vorne gekommen schon mal. Dann
eben durch die Aktion von Kappel, dann derjenige, gegen den er sich jetzt verteidigen muss, in Rouge, vorhin der Abflug von Massimo Locatello. Aber jetzt will er natürlich von Ball gehen und sich die Position zurückholen. Boah, sehr weit. Kampflinie vom Ball, von Kappel, und da geht Locatello vorbei, sehr spät auf der Bremse. Aber das reicht wieder. Also da haben wirklich Fahrer viel geübt. Auch auf der Linie anzubremsen ist gar nicht so einfach. Und Locatello damit wieder aus seiner alten Position, beziehungsweise sogar eine Position gewonnen durch das Problem bei Gregory Tenzin. Ja, und vorne mittlerweile 29 Sekunden sind um. Benecke führt nach wie vor 6 Sekunden vor Justin Hoppe, der kann das Tempo wirklich nicht mitgehen. Er scheint das erste Rennen hier nicht zu gewinnen, wenn nichts weiter passiert. Aber es sind ja noch genug Runden, aber wirklich deutlich langsamer hier. Jede Runde über 15, die dem Hoppe hier fehlen. Gibt auch nicht alle Tage. Ja, und hinter Hoppe, Lars Boll, wie gesagt, die beiden Konkurrenten, beide mal auf einem ähnlichen Level. Boll mit vielen Fehlern in der Saison, der müsste jetzt heute mal Punkte holen. Ja, und dann auf der vierten Position Marc Elkemann und dann weiter hinten Ruben Denker und dann zieht sich das ganze Feld eh nach hinten. Also die ersten fünf, die müssen wir auf dem Schirm haben. Und überraschend kann auch Kappel hier das Tempo von Locatello doch mitgehen. Den sollten wir auch auf dem Schirm haben, was diesen Zweikampf angeht. Ja, auf jeden Fall, er lässt da nicht locker. Vielleicht war es ihm auch ein bisschen zu viel, oder hat er einen kleinen Crash, der gab beim Abbremsen. Vielleicht war es ein bisschen zu viel, den Fahrer hinter sich zu haben. Und im Hintergrund musste einer weit gehen. Leider habe ich jetzt nicht gesehen, wer das war. Müsste Christian Buch gewesen sein. War ein weißes Auto, wenn ich mich irre. Bei der Überrundung. Nein, es war ein Überrundeter, das war der Jens Weber. Der Jens Weber war das, der eben weit gegangen ist. Hat da schön Platz gemacht. So, und Florian Kappel jetzt immer noch hinter Locatello. Und Kappel verliert ja fast das Auto. Angebremst, zu spät gebremst, gelenkt. Und da kam etwas ins Heck. Auch hier an der Spitze tut sich, was wir gerade sehen. Danke, liebe Regie. Lars Bohl, ganz knapp hinter Justin Hoppe. Die zwei Dauerkonkurrenten. Sitzt ja nicht anders gewöhnt eigentlich. Lars Bohl jetzt ganz knapp, wie gesagt, hinter Justin Hoppe. Beide mit einem sehr großen Abstand auf Maximilian Benecke. Der ist mittlerweile fast 7 Sekunden vor beiden. 6,6 Sekunden. Er sollte jetzt aber nicht reichen. Da ist Lars Bohl wahrscheinlich viel zu weit weg. Das hatten wir jetzt schon mehrmals gesehen. Ja. Weit weg in dem Moment. Eventuell in der nächsten Runde. Und hier hinten geht es weiter hart zur Sache. Und zwar Florian Kappel, der sich jetzt wieder Locatello versucht zurechtzulegen. Jetzt wieder ganz wichtig hier gut durchzukommen. Viel Schwung mitzunehmen. Und dann durch Urush möglichst Vollgas durch, um dann besser und mehr Schwung mitzunehmen als der vor einem Fahrenden. Ein Kappel ist wirklich dicht dran, wenn er die Urush perfekt trifft, dann könnte das reichen. Aber da hat er nicht ganz so viel Zeit gewonnen. Und dann muss er sich dementsprechend hier Bolle kommt hinter Kappel wieder, hinter Locatello einreihen. Ja, und hier haben wir gerade Markus Drechsel im Bild, der aufholt auf Olli Kral, der Fahrer von Reactive Sim Racing. Auch ein Fahrer, der sehr viel im offiziellen Service unterwegs ist mit seinem Teamkollegen. Da natürlich schön trainieren kann. Bin jetzt gespannt, ob es für ihn hier reicht. Abstand sind 4 Zehntel. Oh, da zuckt er aber ganz schön raus. Versucht da Kral etwas nervös zu machen, aber da war der Abstand dann doch viel zu groß. Ja, und Drechsel, auch wenn er auf der 15. Position liegt, wirklich ein auch sehr starker Fahrer. Der liegt momentan in der Meisterschaft auf der. Schau's dir an, da geht der Kappel neben Kappel vorbei. Da geht auf der Außenbahn. Oh, super.
super Manöver. Richtig schönes Manöver hier von Florian Kappel. Er ist schon fast im Getriebe von Locatello. Oh, da kommt Locatello wohl etwas weit raus, verliert dadurch Schwung und somit kann dann Kappel sich daneben setzen. Aber auf der Außenbahn, da gehört ja wirklich was dazu, außen im Blanchimont oder kurz vor Blanchimont vorbeizufahren. Sehr mutig, das Ganze. Aber jetzt darf wieder Locatello jagen und aktuell in der Box wieder Clavitta, aber jetzt hier Locatello. Und da ist er ganz nicht dran, wird rausziehen und sich daneben bremsen. Da ist er wieder vorbei. Er kann sich vor ihm sogar einrennen. Da hat er wirklich einen guten Crosswind-Überschuss gehabt. In Orange in der Kurve, wo er vorhin sich herausgedreht hat. Hat er jetzt die entscheidende Zeit gewonnen. Ja, die zwei lassen nicht locker, da geht's hin und her. So wollen wir das natürlich auch sehen. Lars Bohl weiterhin total nah dran an seinem Konkurrenten, an dem aktuellen Führenden in der Weltmeisterschaft, wenn man das so nennen darf, bei der DSFM in der Gesamtwertung führender Justin Hoppe. Lars Bohl da extrem nah im Moment dran. Muss natürlich vorbeigehen, er muss Punkte gut machen, wenn er dann noch vorne mitmischen will in der Gesamtwertung. Und Kappel ist hier ganz nicht dran. Sag mal, will der jetzt hier wieder dasselbe Manöver machen wie eben? Also hängt dem wirklich im Getriebe. Aber diesmal der Abstand etwas größer. Was macht Locatello? Die Kurve erwischt er gut. Aber Kappel erwischt sie noch etwas besser. Zieht wieder daneben. Diesmal auf der Innenbahn. Lass euch und er geht wieder vorbei. Oh, da geht er ein bisschen auf die Wiese, der Locatello. Ganz heikel da. Und da kommt ja der Konter. Da setzt er sich wieder daneben. Jetzt geht's in die Busstop zusammen da rein. Lasst euch Platz und erkennt. Boah, super Manöver von Locatello hier. Schau dir das an, Luca. Was ein Manöver. Wird überholt und setzt gleich wieder den Konter. Geniale Aktion. Hier sehen wir jetzt, wie Kappel vorbeigeht dann an Locatello. Ja, das ist echt heute der Zweikampf, der uns hier beschäftigt. Hier zu zweit extrem mutig das Ganze. Schlau gemacht von Locatello, da etwas sich dahinter zu setzen und dann den Windschatten mitzunehmen. Ja, kann etwas später bremsen durch die Außenbahn und kann somit dann wieder vorbeigehen. Ja, hat er sich einen deutlichen Vorsprung erarbeitet. Eine Sekunde mittlerweile der Abstand. Wenn noch etwas Gas gibt, da gibt es ja gute Möglichkeiten. Wir haben es im ersten Rennen ja schon mal erläutert, hier kann die Fahrer wirklich anstellen, wie viel Energie abgerufen wird in jedem Moment. Und es gibt auch die Möglichkeit, wirklich für einen kurzen Zeitpunkt die absolute maximale Energie abzurufen. Und das wird natürlich dann Massimo Locatello jetzt machen, um aus dem DRS-Fenster rauszukommen. Was ihm aber momentan nicht ganz so gelingt, denn Kappel ist wieder bis auf 15 dran. Also da bahnt sich schon wieder das nächste an. Ja, und währenddessen hatten wir den ersten Ausfall. Pavel Rybak steht in der Box. Er muss jetzt leider das Auto abstellen. Und sein Teamkollege Christoph Davitter, der war auch drin zum zweiten Boxenstopp. Also für das Team Koma Racing heute kein so guter Tag. Aber Lars Bohl jetzt hier legt sich jetzt Justin Hoppe zurecht. Fährt jetzt auch schon einige Runden hinter ihm. So, hier wieder Kappel, der hier Locatello sich zurechtlegt. Die zwei weiterhin am Kämpfen. Es geht hier hin und her bei den beiden. Ja, und Kappel muss jetzt gucken, dass er hier in dem kurvigen Teil wieder
dran bleibt an Locatello und eventuell dann das dritte Manöver macht in Blanchimont. Und er kann hier wirklich den Speed top mitgehen im kurvigen Teil der Strecke. Jetzt ist er ganz dicht dran wieder. Da muss er schon aufpassen, dass er nicht auf den Locatello hier drauf fährt. Und ich glaube, hier kommt das nächste Manöver wieder gleich. Wieder ganz dicht dran. Der hat da wirklich einen Vorteil in diesem Teil der Strecke. Und hängt hier wieder im Windschatten und geht diesmal auf die Innenbahn. Aber da wird es nicht reichen. Locatello macht früh genug. Du bzw. Kappel steckt zurück. Und jetzt die Möglichkeit für Kappel in der Buster. Aber Kappel heizt sich hinten ein. Wartet auf die DRS-Zone bei Startziel. Ja, hat Locatello und Quersteher jetzt wirklich jetzt unter Druck. Ein Fehler, da könnte jetzt rennentscheidend sein. Kappel auf der Außenbahn nimmt jetzt mehr Schwung mit auf Eau Rouge. Ist ganz dicht dran, also jetzt durch Eau Rouge durchkommen, DRS nehmen und dann hat er die Möglichkeit für das nächste Überholmanöver und er ist wirklich dicht dran. Jetzt muss die Attacke eigentlich kommen. Hat er gut 10 km Überschuss durch DRS und geht jetzt auf die Innenbahn. Frage ist, kann Locatello außen sich den Nebenbremsen wieder? Kann er? Nein, da bleibt Kappel vorne. Kappel also auf der 7. Position nun vor Locatello. Aber ich denke, da ist noch kein Wort gesprochen. Die beiden betteln sich jetzt sich schon hier überrunden und da müssen wir jetzt wirklich mal ein Auge drauf haben. Weil das sind sensationelle Bilder, die wir jetzt hier haben. Aber ich glaube, wir sollten auch mal nach vorne wieder gucken. Binnen momentan auf der ersten Position. Und jetzt ausgerechnet jetzt der Dreher von Kappel. Kappel dreht sich. Der eine rennentscheidende Fehler hier. Ähnlich wie Jungblut vorhin. Etwas übersteuern. Boah, fängt das Auto noch ab. Super gemacht. Außen noch gleich den Körb mitgenommen. Das könnte dann auch entscheidend gewesen sein. So ein bisschen Abtrieb verloren. Und damit ist Tenzin auch wieder vorbei an seinem Teamkollegen. Jetzt ist die Frage, ob er in die Box fährt, Kappel, um sich neue Reifen zu holen. Werden natürlich jetzt hinüber sein, die Reifen. Oder zumindest die nächsten 1-2 Runden extrem langsam. Ja, Benecke konnte sich mittlerweile schon fast 10 Sekunden absetzen. Nein, Kappel bleibt erstmal draußen. Ja, aber hinter Benecke, da kommt dann Justin Hoppe und Hoppe ist unter Druck von Lars Boll und Marc Elkemann mehrfach jetzt schon im Rennen gesehen. Vor allem Lars Boll, der lässt ihn nicht abreißen und Elkemann, der lässt hin und wieder mal so ein bisschen Abstand dazwischen, aber dann kommt er wieder ran, versucht es dann doch mal und jetzt eventuell auch um die Reifen zu schonen. Jetzt ist Elkemann eben auch ganz dicht dran an Boll. Die vier, das sind jetzt, oder die drei sind auch eben auch die jetzt, die um den zweiten bzw. dritten Platz kämpfen. Wer geht noch mit aufs Podium? Wer muss unten warten? Ja, für Lars Boll wäre es natürlich eine Katastrophe, wenn er jetzt noch an einen Gaststarter eine Position verliert, was die Gesamtwertung angeht. Durch seinen Ausfall letztes Rennen hat er ja schon Rückstand, wie ich schon mehrmals erwähnt hatte. Aber wenn er jetzt nochmal Punkte verliert, dadurch, dass Elkemann an ihm vorbeigeht, wäre natürlich extrem ärgerlich für ihn. Der weitere Punkte auf Justin Hoppe verlieren. Der kann man das jetzt war sehr dicht dran, hat aber dann in der Ressource etwas Zeit verloren. Eventuell zu spät gebremst und damit dann eben dann auch der Schwung zunichte. Nicht zu vergessen, Ruben Denke aktuell, der E2. In der Gesamtwertung, fährt sein Rennen im Moment auf Platz 5. Also für ihn wäre es gut, wenn jetzt noch zum Beispiel Lars Boll und Marc Elkemann vorbeigehen an Justin Hoppe, dass er da dann nochmal ein paar Punkte gut machen kann oder nicht zu viel verliert auf Justin Hoppe. Also selbst was die Gesamtwertung angeht, ist hier auch noch nicht alles gegessen. Wir hoffen natürlich, dass da noch mehr Spannung reinkommt durch die ein oder anderen Gaststarter bzw. durch leicht einen Ausfall, den wir natürlich niemanden wünschen, aber sowas könnte natürlich nochmal wesentlich mehr Brisanz in die Meisterschaft bringen.
Ja, und jetzt haben wir wirklich hier ein Rennen, wo es durchweg überall spannend ist. Okay, der erste Position ist vielleicht jetzt ja, ganz gut abgesichert von Maximilian Benecke, aber wir haben den Kampf um P2. Da haben wir sogar einen Dreikampf und Gregory Tenzin holt auch auf Christian Buch auf, der wiederum immer mehr auf Massimo Locatello. Jetzt hier im Bild den Kampf um P13. Da ist Klavitta direkt hinter Kral, dahinter auch Drechsel. Also hier geht's wirklich gut zu. Ja. Benecke ist schon dahinter hier. Der wird jetzt auch hier die Gruppe überrunden. Und das ist natürlich sehr heikel. Hier die Fahrer um Olli Kral, Christoph Klavitta und Markus Drechsel sind hier natürlich am Kämpfen um die Position. Und dann nach hinten schauen, noch den überrundeten Benecke dann vorbeizulassen. Wir haben es in anderen Serien schon gesehen, das kann sehr heikel werden, aber gerade auch hier in der Formel 1 hatte ich auch schon kurz erwähnt, der ein oder andere Fahrer hat gesagt, ab einer Sekunde Abstand ist das schon heftig, wenn du dann einen überrunden musst. Wie es aussieht, nein, da hat mich die Zeit getäuscht. Zeitnahme sah gerade bei uns so aus, als würde Elkemann in der Box. Ja, Elkemann an der Box. Elkemann steht und an der Box. Wohl mit einem Schaden. Der Frontflügel ist definitiv verbogen. Verboten ist er nicht. Mal sehen, ob die Regie das Ganze noch einfangen kann. Also wird doch nicht jetzt in der Rouge abgeflogen sein. Oder wird das Auto schon unruhig und da verliert er das? Heftiger Einschlag. Ganz ja, das ist sehr ärgerlich für ihn. Aber wirklich starkes Rennen von ihm bisher und dann ja, beim Debüt dann auch der Unfall. Ähnlich wie Michael Schumacher bei seinem ersten Rennen, aber Schumacher hat das Rennen im Jahr danach in Spa gewonnen. Die Älteren unter euch werden sich erinnern und ja, eventuell tut es Elkemann ihm nach. Er wird es dann singen. Aber ja, ärgerlich, er fällt zurück. Damit jetzt Hoppe auf der dritten Position und denke, er rückt auf die vierte Position nach vorne. Aber Hoppe verliert einen Platz. Oh, auch Hoppe ein mit dem Fehler. Hoppe einen Fehler gemacht. Jetzt schenken die dem Lenker das Podium, ich glaub's nicht. Was war da los? Oh, da kommt er auf den Teppich. Und Einschlag. Da hat er einen Aufhängungsschaden. Und da wird er nicht weiterfahren können, denke ich. Oh. Ja, ich glaube. Auch Hoppe ist ausgeschieden, ich weiß es nicht. Also ich will es nicht verrufen haben. Ich sagte eben noch, der ein oder andere Ausfall würde den Meisterschaftskampf wieder ein bisschen spannender machen. Aber so habe ich es jetzt nicht erwartet. Also es war jetzt nicht nach Drehbuch das Ganze. Natürlich profitiert jetzt Ruben Lenker davon, dass er da richtig Punkte gut machen kann auf Hoppe, was die Gesamtwertung angeht. Ja, der könnte sogar die Meisterschaftsführung jetzt übernehmen. Lassen wir mal unsere Praktikanten dran, die kann ich jetzt mal schön ausrechnen, wie momentan der aktuelle Meisterschaftsstand ist. Auf jeden Fall denke ich, er macht viele Punkte gut und geht eventuell sogar in Führung, das können wir schon mal festhalten. Ja, jetzt haben wir zwei Top-Favoriten, zwei meiner Top-Favoriten zumindest, die ausgeschieden sind, und zwar Marc Elkemann und Justin Hoppe. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie wir sehen, was die Meisterschaft angeht, natürlich sehr schön. Dass Hoppe ausgeschieden ist, aber ich bin natürlich ein Rennfahrer auch mit Herz und finde es immer schade, wenn jemand ausfällt. Also sehr, sehr traurig, der Ausfall von Hoppe. Aber was die Meisterschaft angeht, ist das natürlich ideal, was für Ruben Denker. Also wir haben die erste Hochrechnung, also nicht von der Landtagswahl natürlich, sondern von dem WM-Ergebnis momentan. Da liegt dann Denker 2 Punkte vor Justin Hoppe. Ja, da war natürlich sehr bitter jetzt der Ausfall für Hoppe und denke, der punktet hier munter. In jedem Rennen ins Ziel gekommen, zweimal auf dem Podium, jetzt heute wohl wieder auf dem Podium und dann reicht's mal eben für die Meisterschaftsführung. Hier haben wir einen ganz spannenden Zweikampf um die fünfte Position. Die haben natürlich jetzt auch alle profitiert. Locatello auf 5, dahinter Christian Buch von ganz hinten losgefahren. Und der muss sich jetzt gegen Gregory Tenzin werden. Das ist wirklich ein sehr spannendes Rennen. Ich glaube, da viel mehr geht hier gar nicht. Für mich momentan schon ganz klar das Saisonhighlight. Ja, da kann ich auf jeden Fall die reale Formel 1 ein bisschen was von abschneiden. Also so viel Spannung wünschte ich mir auch in der Realität.
Also wenn ihr heute hier eingeschaltet habt, habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht, wenn ihr Formel 1-Fans seid und hier das Ganze verfolgt. Und Hug jetzt ganz dicht dran. Aber wartet nochmal. Und jetzt für Tenzin und Bug die Möglichkeit in der DRS-Zone. Ja, da kommt er, der dürfte auch vorbeigehen. Er reicht jetzt. Aber Bug hat auch DRS. Und jetzt bin ich gespannt, jetzt gibt's gleich was. Achtung. Tenzin ganz dicht dran an Bug. Bug ebenfalls im Windschatten von Locatello. Durch die Rouge durch. Und da hat Locatello ein bisschen Zeit verloren. Beide hinter ihm natürlich jetzt mit der DRS, er natürlich ohne DRS, weil kein Fahrzeug vor ihm ist. Aber kann ich erstmal verteidigen. Da scheint er doch durchgekommen zu sein. Oh, und vor lauter, wir befinden uns schon in den letzten 5 Runden. Und da wird jetzt natürlich nochmal alles gegeben. Locatello profitiert jetzt gerade von dem Zweikampf hinter sich, kann sich minimal absetzen. Oh, da kommt Bug etwas nach außen. Wir haben schon so viele Abflüge gesehen in Zweikämpfen, auch eben von Kappel wieder. Jetzt wirklich hoffen, dass die Fahrer das auch alle heil ins Ziel bringen und sich keiner von dem Druck hier zu einer falschen Aktion verleiten lässt oder einen eigenen Fehler macht. Ja, wirklich alles sehr fair, auch in der ganzen Saison noch keine einzige Strafe, sowas gibt es wirklich ganz selten. Ja, spricht für das Niveau des Fahrerfeldes. Ist hier schön zu sehen. Christian Bug scheint gleich in Locatello angreifen zu können. Ja, wir haben natürlich hier eine schöne Sicht. Tenzin filmt hier den Zweikampf zwischen Locatello und Bug und ist gleichzeitig auch im Zweikampf mit Bug. Also hier geht's munter zur Sache. Gleich auf dem Lenkrad auch sehen, wie das Ganze mit dem DRS funktioniert. Jetzt haben wir ein Lämpchen, sprich er darf DRS benutzen. Links unten sieht man das Ganze. Jetzt müsste auch gleich rechts das Schild kommen. Kurz vor hier, jetzt kommt das Schild. Oh, super getroffen. Die meisten schaffen es nicht, so gut den Punkt zu treffen. Tenzin scheint sich daneben zu setzen, er ist vorbei. Er bremst sich innen vorbei. Da hat er extrem spät gebremst, aber es geht gut. Bug hat ihn auch gesehen, hat er gut Platz gemacht. Beide mit DRS. Da scheint dann auch Tenzin etwas besser rausgekommen zu sein. Und da setzt er sich sehr spät bremsen, wie gesagt, hat sogar vorbei. Aber gut gemacht von beiden Fahrern. Super schönes Manöver hier. So, und währenddessen haben wir den ersten Fahrer im Warteraum, den zweiten Fahrer sogar mittlerweile heute schon. Ja, für ihn ganz bitter verlaufen das Rennen bisher. Also ganz vorne dabei gewesen, eigentlich gut verlaufen bis dahin, aber dann eben der Unfall in Rouge. Wir holen ihn mal rein und hören mal, was er zu sagen hat. Ja, hallo Marc, du hattest leider jetzt deinen Ausfall. Erzähl, was ist passiert? Ja, hallo Leute. Ja, in der Rouge. Ich bin ganz normal durchgefahren, habe auch gelupft, irgendwie die ganze Zeit dann schon. Und auf einmal kam das Heck, wollte dann ein bisschen schneller sein. Das kam dann schön quer und dann konnte ich es nicht mehr fangen. Und dann ging es ab in die Wand. Ja, ansonsten bist du... Ja, ansonsten warst du ja sehr gut unterwegs heute. Platz 4, das war im Gaststart, dein Teamkollege Fühlt sogar. Wäre heute noch eventuell mehr drin gewesen, weil du warst ja sehr dicht an Lars Boll dran und auch an Justin Hoppe, der jetzt eben ausgefallen ist. Ja, wäre noch drin mehr drin gewesen und ist das jetzt eventuell noch ein Anreiz fürs nächste Rennen? Wollt ihr nochmal mitfahren? Oder war das nur eine einmalige Chance, heute mal reinzublicken? Hab die ganze Zeit. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Tenzin greift gerade an. Er geht vorbei an Locatello. Ähnlich wie gerade bei Bug. Außen geht jetzt auf der Außenlinie. Lang. Super Manöver. Boah, gut Platz gelassen. Locatello knapp war das, sonst hätte er sich eben den Flügel abgefahren. Jetzt muss er sich gleich wieder verteidigen gegen Bug. Entschuldigung fürs Unterbrechen. Du darfst gerne jetzt weiterreden. Kein Problem. Also, ich habe die ganze Zeit RS gespart hinter den beiden. Der Justin Hoppe ist ja auch mal langsamer geworden. Doch der hat ein bisschen zu viel gepusht und die Reifen ein bisschen zerstört, genauso wie Lars Boll.
Und ja, zum Ende hin, also ich hätte noch genug ERS gehabt, um in den letzten paar Runden noch ordentlich angreifen zu können, aber naja, wurde ja dann vorzeitig beendet, also ich denke mal, da wäre noch mehr dran gewesen. Ja, auf jeden Fall sehr schade. Wir hoffen, dass es nicht bei einem Gaststart bleibt, dass wir dich und deinen Teamkollegen, den Maximilian, öfters sehen werden, dass ihr da vorne nochmal ein bisschen mitmischt. Wir wissen, dass ihr schnelle Fahrer seid, nicht nur in den GT3s, von daher wäre das sehr schön, wenn ihr noch öfters startet. Dann auf jeden Fall vielen Dank für deine Stellungnahme zu deinem Abflug. Schade, dass du ausgefallen bist. Wir hoffen natürlich, wir sehen dich demnächst wieder. Jo, dankeschön. Viel Spaß noch. Danke. Danke. So, und wir befinden uns jetzt weiterhin hier in dem Kampf um Platz 6. Wo Bug jetzt ganz dicht hinter Locatello ist. Ja, und vor allem jetzt gleich steht auch dann die letzte Runde schon. Also jetzt sind wirklich die letzten Chancen für Bug. Jetzt muss dann wirklich alles passen. Jetzt muss er mal langsam vorbei. Ist natürlich jetzt etwas einfacher für ihn, weil vorne nicht mehr Tenzin fährt. Das heißt, Tenzin hat ja doppelten Windschatten gehabt. Also er hatte selbst DRS und musste sich auch noch verteidigen. Dadurch war es dann für Bug schwieriger, dann vorbeizugehen. Aber jetzt hat Bug dann nur noch den Massimo Locatello vor sich. Er hat schon eine tolle Aufholjagd geliefert, vom letzten Platz auf die siebte Position. Hut ab, aber da geht noch mehr heute. Fährt er wirklich ganz dicht hinter dem her und es sieht vielleicht einfach aus, aber es ist doch sehr schwierig, hier wirklich so dicht hinterher zu fahren und vor allem dann auf den eigenen Frontflügel zu achten. Und die Fahrer sitzen so niedrig im Auto, sie sehen den eigenen Frontflügel gar nicht. Da muss man wirklich ein Gefühl entwickeln, wie weit der Frontflügel weg ist. Wer da sein Auto nicht richtig einschätzen kann, der hat dann auch ruckzuck mal einen kaputten Frontflügel und steht dann ein bisschen länger in der Box. Und hier könnte sich sogar noch mehr anbahnen, wenn jetzt Locatello noch mehr Zeit verliert, denn von hinten kommen auch Krappel und Krugmann. Aber das wird wohl nicht mehr lang, weil das Rennen geht ja nicht mehr lange. 41 Runden sind schon rum. Wir sind jetzt in der 43. in der vorletzten Runde. Ja, genau. Vorne an der Spitze, wie man auch unten schön im Laufband sieht, wenig Veränderung. Deshalb sind wir dankbar, dass die Regie im Moment hier auf dem spannendsten Zweikampf, vielleicht sogar gleich Dreikampf, in dem Feld hier bleibt. Die zwei haben jetzt schon fast das ganze Rennen, ähnlich wie in Suzuka sich Lars Bug und Justin Hoppe da die ganze Zeit duelliert haben, sind hier jetzt Bug und Locatello sich die ganze Zeit am duellieren. Macht auf jeden Fall einen Haufen Spaß, hier den Fahrern zuzuschauen. Also, wie gesagt, wer heute eingeschaltet hat, hat auf jeden Fall alles richtig gemacht. Und Olli Kral im Moment auch an der Box. Da scheint auch ein Vorfall gewesen zu sein, weil so spät in die Box zu gehen, nicht normal. Aber hier wieder das Augenmerk auf. Oh, da zieht das hier ganz in. Ganz knapp. Und es langt gerade so für Christian Bug. War ganz knapp, aber da hat er wirklich ein paar Tage gesetzt, ganz in rein. Da hat Locatello wohl nicht mehr mit gerechnet und dann ist er da vorbei. Hier sehen wir, geht's auf die Camel Straight, beide sehr gut rausgekommen. Aber natürlich hat jetzt Bug das DRS gehabt, sehr spät rausgegangen, kann sich vorbei hängen. Und da ist aber dann auch nochmal Locatello schön auf die Bremse gegangen. Sonst hätte das hätte noch richtig eng werden können. Wir haben ja vor ein paar Jahren mal die Kollision zwischen Rosberg und Hamilton gesehen, die auch oft diskutiert wurde, und das wäre eben auch fast zu sowas gekommen, aber da hat Locatello nochmal gelupft oder beziehungsweise gebremst und damit die Kollision vermieden. Aber jetzt muss er wieder nach hinten gucken, denn jetzt kommt der nächste, Florian Kappel. Hat sich angebahnt, auch er ist jetzt ganz dicht dran. Aber möglicherweise hat er sich während dem Zweikampf da mit Christian Bug und Craig Tenzin die Reifen kaputt gemacht. Da geht er wieder ein bisschen weit raus. Aber er bleibt dran. Er bleibt dran, bewahrt sich die Chance. Aktuell befinden wir uns sogar schon in der letzten Runde. Jetzt auch für die drei Fahrer hier. Und hier geht es nochmal um alles. Locatello jetzt wieder ganz nah dran. Hier ist noch keiner der drei Fahrer sicher, was die Position angeht. Hier geht es um Position 6. Alle drei Fahrer haben die Chance, sich hier Position 6 zu sichern.
Herrn Kappel kommt besser aus der Rouge raus. Ist jetzt auch im Windschatten. Ja, Locatello auch sehr gut aus der Rouge raus. Aber jetzt haben wir das Problem, wir würden gerne den Zweikampf gucken, aber Beneke fährt jetzt auf statt Ziel ein. Den wollen wir natürlich auch nicht verpassen, den Zielanlauf. Wenn die Regie das noch schafft sie. Oh, da steht er quer. Beneke steht quer, ob das Absicht war, ich weiß nicht, aber schafft es auf jeden Fall ins Ziel. Sehr und jetzt schön. Schnell wieder nach hinten gucken, was da hinten abgeht. Henke? Was ist da los? Ach, Überrundung. Überrundung. Vorbei an Markus Drexel. Lars Bohl geht über Start und Ziel. Herzlichen Glückwunsch für den zweiten Platz, Lars Bohl und Ruth Benker. Wieder eine dritte Position. Sehr schön, aber jetzt konzentrieren wir uns natürlich hier auf den Zweikampf, wo Kappel jetzt ganz nah hinter Locatello ist. Kappel legt sich Locatello zurecht. So wie es aussieht, kann Bug jetzt den sechsten Platz sich sichern, aber Platz 7 ist da noch nicht ausgefahren. Da hat Kappel, wir haben... Ja, ja. Es ist viel zu aufregend gerade. Kappel kann natürlich jetzt gucken, dass er an Locatello noch vorbeigeht. Viele Chancen hat er nicht mehr. Bin gespannt, ob wir jetzt nochmal hier so ein Überholmanöver sehen wie vorhin von Bug. Ja, wir haben hier schon mehrfach die Attacke gesehen von Kappel und jetzt macht das wieder. Der macht schon wieder hier an dieser Stelle. Übers Gras muss er zurückstecken. Jetzt die letzte Möglichkeit für ihn. Bastop aber ist weit hinten dran. Ja, da steckt er zurück. Wenn jetzt Locatello keinen Fehler mehr macht. Und den macht er! Den macht er! Er macht den Fehler! Und dahinter fliegt noch einer ab, Adriano Fuhr. Was ein Finale! Oh, das wollen wir uns nochmal im Replay anschauen. Mal gucken, ob wir da alles reinbekommen. Meine Güte. Ja, Locatello hier versucht rauszuschleunigen, wird wohl angestupst von Kappel. Oh, und da dachte Fugmann wohl, er kann noch an beiden vorbeigehen, verliert die Kontrolle und schlägt heftig ein. Schade. Ja, hier jetzt das aktuelle Ergebnis. Wir werden auch gleich dann die ersten drei zum Interview haben, hoffentlich. Wir wollen natürlich jetzt noch gucken, ob wir vielleicht die Ehrenrunde von Beneke verfolgen können. Genau, hier, Beneke hat den ersten Platz sich erfahren. Sieger des vierten Laufs der Simons DSFM hier in Spa. Dahinter dann Lars Bohl auf Platz 2, Ruben Denker auf Platz 3 und übernimmt somit die Führung in der Gesamtwertung. Ferenc Kern wieder sehr weit nach vorne gekommen. Ferenc Kern immer viel unterwegs. Wir hatten ihn heute kaum im Bild. Immer sehr ruhig. Und da sehen wir im Hintergrund, wie sich Beneke dreht. Kern immer sehr ruhig, aber immer ziemlich weit vorne. Dann der nächste Gaststarter Tänzen auf Platz 5. Christian Bug auf Platz 6. Kappel auf 7. Locatello auf 8. Fugmann auf 9. Jungblut auf 10. Und dann die nächsten Fahrer. Der letzte, der ins Ziel gekommen ist, Christoph Klavita, Markus Drexel, Entschuldigung, dann auf Platz 12, Olli Kral ausgeschieden, Jens Weber ausgeschieden, Justin Hoppe haben wir gesehen, ausgeschieden, Marc Elkemann ausgeschieden, haben wir auch gesehen, Pavel Rüback ausgeschieden, Sascha Bürger und Roger Noack. Ja, wie gesagt, wir sind gleich wieder zurück mit den Interviews der Sieger, freuen uns dann natürlich, die alle noch hier dann zu den Interviews begrüßen zu dürfen. Bis gleich.
Ja, herzlich willkommen hier zurück zu den Interviews. Schön, dass ihr drei euch hier eingefunden habt bei uns in der Kommentatorenbox. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu den Podiumsplätzen. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, euch hier zuzuschauen. So, dann würde ich sagen, fangen wir gleich auch mit dem Gewinner an. So, Maximilian Wenicke war der Sieger. Maximilian, wie war es für dich, so alleine da vorne wegzufahren? Du hast ja von Anfang an das Rennen eigentlich da vorne kontrolliert, so wie es aussah. Ja gut, im Ende war es dann nicht mehr so schwierig, konstante Rundenzeiten zu fahren ohne Druck. Aber die ersten Runden, ich weiß nicht, wie viele das waren, 7, 8, 9 oder so, da war es dann schon schwierig, vor allen Dingen mit dem ERS da erstmal drauf klarzukommen, zu schauen, welche Einstellungen die Hintermänner da benutzen. Und dann war es halt schwierig, entgegenzuwirken. Da habe ich erstmal versucht, die aus dem DRS-Fenster zu bekommen, damit zumindest mal der kleine Faktor weg ist. Und ja, danach war es eben nur noch schauen, dass man nicht out of ERS rennt und dass man konstant die Rundenzeiten weiterfährt und die Konzentration aufrechterhält, weil Spa ist dann doch so eine Strecke, wenn man da in den schnellen Kurven mal zu früh auf dem Gas ist, dann geht auch gerne mal das Heck weg. Und deswegen Konzentration aufrecht behalten, schauen, dass der Abstand relativ konstant oder eher noch wächst, konstant bleibt, so rum. Und ja, im Endeffekt nur eine Konzentrationssache dann am Ende noch. Ja, dann vielen Dank für deine Worte. Wir hoffen natürlich, dass wir dich auch in den nächsten Rennen sehen. Wir hatten vorhin kurz in der Box deinen Teamkollegen, der leider ausgefallen ist. Haben wir jetzt gleich gesagt, es wäre natürlich schön, wenn ihr beide jetzt in den nächsten Rennen auch noch mitmischen würdet. Da wird das Ganze vorne nochmal etwas brisanter, noch brisanter als die letzten Rennen. Würde uns, wie gesagt, sehr freuen. So. Ja. Vielen Dank. Dann der Zweitplatzierte, Lars Bohl. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Du hast wieder schönen Kampf gehabt, wie auch schon in Suzuka mit deinem Freund Justin Hoppe. Erzähl ein bisschen drüber. Ja, gut. Das Duell war wieder zu erwarten. Das ist auch so gekommen. Start lief nicht so gut. Also ich bin besser weggekommen als der Max. Das war eigentlich ganz gut, aber dann war ich außen und innen war halt das Scheunentor offen, sag ich mal. Gut auf P3 zurückgefallen, versucht dran zu bleiben. Mein Setup war leider heute nicht, so toll, dass ich die Pace von Max hätte gehen können. Ob es mit einem anderen Setup gegangen wäre, weiß ich nicht. War schon sehr, sehr schnell. Ja, dann nach dem Stop ging es deutlich besser tatsächlich. Bin wieder an Justin rangefahren, wusste aber, dass er Energie gespart hatte. Weil er wusste, dass der Marc und ich auf jeden Fall rankommen würden. Das ist dann ja auch so passiert. Ich weiß nicht genau, was bei Marc dann passiert ist. Der war nur auf einmal weg. Ich denke, der ist sein Urush abgeflogen. Genau, er ist in Urush heftig abgeflogen, in die Wand eingeschlagen. Okay. Ja, und dann habe ich eigentlich gedacht, okay, fahre ich jetzt entspannt auf P3 nach Hause, da noch unbedingt anzugreifen mit den, nicht mehr ganz so frischen Reifen. Hätte nicht so wirklich Sinn gemacht. Gut, Justin hat mir den Platz dann noch geschenkt. Unglücklich für ihn, glücklich für mich. Kann ein paar Punkte gut machen, die ich in Monza abliegen lassen. Aber ja. Ja, dann vielen Dank auch dir. So, und dann zum dritten, ein kleiner Überraschungsdritter Platz. Ruben Denker, du hast natürlich jetzt richtig profitiert von den Ausfällen von Hoppe und Elkemann und damit auch die Gesamtführung in der DSFM übernommen. Wie hast du das Rennen so erlebt? War auf jeden Fall sehr intensiv. Also ich glaube, ich habe kaum eine Runde gehabt, wo ich nicht gepusht habe, voll am Limit. Am Anfang habe ich leider ein bisschen Anschluss verloren nach ganz vorne und bin dann so auf Platz 5, 6 rumgefahren und dann sind irgendwie in einer Runde vor mir zwei rausgeflogen und ich bin nach vorne gekommen, aber Gesamtführung habe ich glaube ich noch gar nicht, weil wir auch Streichergebnisse noch einrechnen müssen. Aber der zweite Platz ist erstmal ein bisschen gefestigter. Ja, sehr schön, dass ihr drei euch jetzt die Zeit noch genommen habt für die Interviews. Vielen Dank. Luca, ich würde sagen, dann reflektieren wir gerade nochmal das Rennen, wie wir es gewohnt sind, auch wenn unser Kollege heute nicht am Start ist. Unser Kollege Kurt Koop, der im Moment selbstfahrig unterwegs ist. Wie hast du so das Rennen erlebt? Ja, das war wirklich unfassbar spannend heute. Also es gab eigentlich keine Sekunde, wo es mal langweilig war. Wir hatten durchweg Zweikämpfe, mindestens drei an der Zahl immer eigentlich. Es war wirklich bis zur letzten Sekunde spannend. Das Ende war genial. Ja, auf jeden Fall. Das Ende war nochmal richtig Brisanz drin.
Ich fand es auf jeden Fall auch sehr spannend. Wir hatten durchweg super Zweikämpfe hier. Ja, wir hoffen, dass natürlich in 2 Wochen das Ganze ebenso ausfällt. In 2 Wochen sind wir dann auch wieder für alle live unterwegs. Am 20.03. ist das Ganze das nächste Rennen. Natürlich morgen nicht vergessen, DSTM auch live hier zu sehen auf SRD-TV. Auch mit Maximilian Benecke unter anderem an der Spitze unterwegs. Mal sehen. Also sonst fährt er auch immer vorne mit dabei. Ja, dann bleibt auch nicht mehr viel zu sagen, außer einen schönen Abend allen. Gute Nacht. Habt Spaß. Schönen Start in die neue Woche. Wir sind raus.